So, dann begrüße ich nochmal alle Webinar-Teilnehmer zum heutigen Live-Event hier, 20. Februar, 8:45 Uhr. Wir starten in den Markt mit unserem monatlichen Live-Event, das wir im kommenden Monat übrigens dann auch zweifach fahren werden. Also insofern wird es hier weiter vom Content her steil und hoch bleiben. Ich freue mich heute, dass wir Markus Klebe zu Gast haben und der ein oder andere wird sich vielleicht wundern, was denn da los ist. Wir haben ja Thorsten Helbig, unseren Forex-Pro-System-Trader, angekündigt, mit dem wir auch im vergangenen Jahr den ein oder anderen Event abfuhren und das war immer sehr erlebnisreich, muss man sagen, gar keine Frage. Thorsten lässt sich aber hier aufgrund gesundheitlicher Hindernisse, so wie ich es mal bezeichnen, für heute rausnehmen aus dem Event. Ich freue mich daher umso mehr, Markus Klebe zu begrüßen. Markus, sag Hallo in die Runde. Allen wunderschönen guten Morgen an alle. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Das hast du gut gemacht. Wie gesagt, wir wünschen hier aus der Ferne auf jeden Fall dem Thorsten, falls er uns zuhört oder reinschaut, in jedem Falle gute Besserung, viele Grüße in jedem Falle. Und ich kann gleich vorweg schicken, im kommenden Montag, im Montag sage ich schon, im kommenden Monat werden wir den Thorsten dann nochmal zu Gast bitten. Und das wird dann auch im Webinarkalender entsprechend angekündigt und dann holen wir das sozusagen nach. Der ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich Markus Kleber auch schon relativ gut, denn freue mich sehr, auch hier den Markus im laufenden Handelsjahr bei uns hier begrüßen zu dürfen im Team von JFD Brokers. Er hat ja jetzt auch im Übrigen mit mir im Januar schon den Live-Event gestemmt, mehr oder weniger, den hast du ja fast dann alleine auch gemacht. Ja. Also, ich lasse mich hier entschuldigen. Das hast du auf jeden Fall locker abgerissen, weil wir haben hier eine große Fachexpertise sozusagen neben uns, bei uns heute. Und da freue ich mich in jedem Falle, dass wir über den Markt blicken. Wir werden uns da auch heute ein bisschen reinteilen. Der Markus hat am Vormittag dann auch noch einen Termin. Ich am Nachmittag. Dennoch werden wir hier gemeinsam das Schiff hier sozusagen steuern und werden euch dann natürlich auch versorgen mit den Eindrücken, die wir so vom Markt haben. Ich habe auch das ein oder andere schöne Währungssetup hier auf der Short-Seite, was wir besprechen können und werden im Nachgang. Aber ich denke mal, viele von euch sind es natürlich auch hier oder seid ihr natürlich auch auf den DAX heiß. Insofern noch Frage in die Runde, wer hier so seine Top-Underlyings mal in den Chat rein pflegt, das wäre mal ganz nett zu wissen. Wo seht ihr euren Fokus? Handelt ihr lieber Indizes oder handelt ihr lieber Währungen oder Rohstoffe oder Aktien beispielsweise? Lasst uns da mal ein Stück weit teilhaben, wo euer Orbit liegt und dann können wir nämlich so ein Stück das Ganze eingrenzen beziehungsweise uns natürlich auch auf euch ausrichten. Ich selbst habe einen relativ großen Fokus auf den oder auf dem FX-Markt gelegt. Markus, das weiß ich, der ist hier relativ, sage ich mal, flexibel, was das angeht. Und Hauptsache, es gibt halt Linien und Charts natürlich. Ja, das ist ja entscheidend an der Ja, ist Stelle. so, ja, richtig, ja. Da schließe ich mich eigentlich an. Ich sag mal, bin da auch relativ neutral, was die Analyse natürlich angeht. Aber so vom Vehikel her mag ich den Forex-Markt dann doch sehr. Ich sehe auch schon gerade, vielen Dank erstmal, haut's weiter rein in die Tasten, das ist sehr gut. Aber es ging schon gleich los mit bitte DAX-Indizes. DAX, aber Forex ist auch durchaus gewünscht, auch einige Währungspaare, US-Dollar, Yen, Euro, British Pfund, okay. Werner, vielen Dank, Ulrich, wunderbar. Ottmar, klar, wir nehmen das definitiv auf, was ihr hier so reinhängt. Also insofern, ruhig mal weiter posten, wenn eure Wünsche, eure Interessen hier in irgendeiner Richtung ausgerichtet sind. Ja, das war, ich werde das mal so ein bisschen überblicken. Und da natürlich heute mit Thorsten Helbig eigentlich auch immer Euro, US-Dollar und DAX im Fokus steht im kurzfristigen Bereich, würde ich dann einfach auch mal das Tableau rüberreichen, sozusagen an unseren lieben Markus, dass der dann hier mal so ein bisschen den DAX beleuchtet. Du machst es ja eh so gut wie täglich. Wir haben auch hier gerade zu sehen, ich habe den Desktop schon aufgerufen, für alle, die es noch nicht wissen, wir haben ja hier unseren JFD Desktop und hier gibt es ja praktisch unseren Livestream-Channel, ja, wo wir dann hier auch immer die entsprechenden Videos auch in unserer Videobox haben, Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal sowieso. Und hier liefert Markus immer sehr, sehr reichhaltigen Content. Insofern DAX ist natürlich ein Vehikel, was du dir jeden Tag anguckst an der Stelle, oder? Definitiv, also das ist ja auch, ich sag mal, mein Lieblingsmarkt. Der ist zwar in den letzten 2 Wochen nicht mehr ganz mein Lieblingsmarkt, Okay, aber okay. er ist halt einfach behäbiger im Verhältnis zu den US-Märkten, so ein bisschen aktuell. Und das können wir auch gleich mal durchgehen. Ich würde vielleicht jetzt erstmal ähnlich wie in dem DAX Long oder Short Livestream im Prinzip den DAX mal beleuchten, was jetzt Sauber. Vormittag erst ist auf geringerer Zeitebene. Und danach können wir dann eben auch uns das Big Picture nochmal angucken. Auch Voilà. machen wir natürlich. Genau. Wenn ich jetzt den Bildschirm bekomme, irgendwie, Ich habe es dann. direkt transferiert zu dir. Ich bin dir sozusagen fast ins Wort gefallen. Ja, Moment, na, alles gut. Meinen Bildschirm übertragen.
Genau, dann kommst du Moment. da. Da ist auch alles schon schön zu sehen. Und wie gesagt, ich denke, liebe Leute, Sieht man, ja? das sieht man. Ich sehe es auf jeden Fall. Das sieht Und jeder, der Markus kennt, was wir heute hier machen, wie gesagt, da gibt uns jetzt auch mal eine Live-Impression. Ihr könnt es auch natürlich hier wie bei uns auf dem JFD Desktop Fragen stellen. Ja, seid da ruhig aufgerufen, nutzt die Chance. Aber ich bin mal gespannt, was du uns da sozusagen jetzt mal raushaust und werde da mich jetzt erstmal kurz zurückziehen. Dein Bildschirm, jetzt ist er wieder da. Cable, Günther, habe ich auf der Pfanne, WTI, René, jawohl. Können wir gern durchnehmen. Jetzt zu Beginn gute 10 Minuten, dann geht der Xetra-Handel los. Schauen wir doch mal auf den DAX. Genau, so machen wir das. Also nochmal alle einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Klebe und ich mache jeden Morgen den DAX Long oder Short als Livestream bei JFD Brokers. Luft holen. Also, ich möchte jetzt hier mal auf den DAX schauen. Seht ihr meine Maus? Bewegt sich die, Chris, nochmal ganz kurz? Die bewegt sich nicht, dass ich den Bildschirm wieder eingefroren Nee, habe. es ist super, super. Ist gut zu Ja, sehen. alles klar. Läuft. Super. Ja, also. Ja, wollen wir mal auf den DAX schauen. Also gestern war ja Feiertag in den USA. Wir hatten hier wirklich auch die Futures, haben dann um 19 Uhr geschlossen, auch die US-Futures und der DAX lief natürlich weiter. Aber wir sehen das hier unten, dass dann eben zum Abend hin ab 18, 19 Uhr wirklich komplett die Luft raus war im DAX. Wir hatten ja erstmal so eine kleine Bewegung nach unten gestern. Das waren dann eben schon so um die 180 Punkte, wo der Markt nach unten kam. In der langfristigen Analyse war das im Prinzip auch so der Bereich, der für mich interessant war für das Aufwärtsbild, dass der Markt in diesen 350er-Bereich, den wir in den letzten Tagen sehr, sehr oft angesprochen haben, dass der Markt hier eben zurückläuft, um jetzt hier aus diesem Bereich, erstmal von dem etwas größeren Bild, aus diesem Bereich dann gegebenenfalls wieder Gas zu geben. Erstmal an die gestrigen und Tageshochs auch vom Freitag ran, beziehungsweise dann eben auch das Potenzial hat, in den 12.670er oder 80er-Bereich zu laufen, weil das sind dann aus dem vorletzten Dienstag, also dieser Tag, nachdem der Markt so stark nach unten kam, hat er den Dienstag, den folgenden Dienstag darauf, dann doch wieder eine kleine Rallye hingelegt in den Bereich 12.670 hier in der Kursindikation von dem CFD bei JFD Brokers. Und das sehe ich jetzt für die Aufwärtsbewegung durchaus, vielleicht nicht zwingend heute, aber schon, wenn der Markt wirklich weiterhin Stärke hat, dann ist das erstmal definitiv ein nächstes Ziel, was der Markt anlaufen kann. Also alles über 350, umso höher, umso besser, über 400, über 450 ist dann eben auf der Aufwärtsseite erstmal von meiner Seite aus weiterhin zu sehen. Sollten wir jetzt nochmals, das können wir uns auf dem 5-Minuten-Chart dann jetzt mal anschauen und dann ziehe ich den mal so ein bisschen zusammen. Sollten wir jetzt hier zum einen unter die gestrigen Tagestiefs hier nochmal rutschen, oder waren das nicht die vorgestrigen? Gestrigen gar nicht, sondern vorgestrigen. Nee, Moment, ist aber erstmal, das war jetzt hier der gestrige Bereich. Wir sind dann schon wieder Am Freitag war. in der Nacht. Ah, in der Nacht ist das genau, die 24. 20.02. Was war das? Warte mal, jetzt muss ich nochmal selber kicken. Du, ganz ruhig, guck mal kurz. Ich sag kurz, Thorsten, der Namensvetter vom Thorsten. Wo ist Thorsten? Ich sagte es eingangs, wie gesagt, Thorsten lässt sich hier gesundheitlich entschuldigen. Ne? Das muss man vielleicht hin und wieder mal einstreuen. Und wir haben heute hier die Ehre, Markus Klebe hier am Start zu haben. Und ich sag mal, der ist natürlich auch im kurzfristigen Timeframe, wie wir gerade sehen, unterwegs beim DAX. Ja, und das DAX, oder der, das DAX. Der DAX ist auch ein Vehikel von Markus. Insofern mal eine andere Inspiration von der Marktbeschau auf jeden Fall. Genau, jetzt habe ich es auch. Es ist die Nachtbewegung hier gewesen in der Nachtindikation, die hier nochmal diesen 350er-Bereich exakt getestet hat und dann ging der Markt nach oben. Gestern sind wir nicht ganz rangelaufen. Somit für den heutigen Tag alles, was über diesem Nachttief ist, was gleichzeitig eben auch diese 12.350 als kernunterstützenden Bereich darstellt, erstmal weiterhin auf der Long-Seite. Da gucken wir uns das auch gleich an, was wir jetzt vielleicht um 9 oder eben auch kurz nach 9 hier eventuell an Setups formulieren können. Sollte der Markt, und das ist eben dann auch das größere Bild, jetzt hier wieder unter diese 350 absacken. Ich habe hier mal so grob eine Trendlinie reingezeichnet. Ich bin ja nicht der Freund, der so aggressiv nach Trendlinien handelt, sondern ich handle ja mehr nach Widerständen und Unterstützungen. Nichtsdestotrotz, wenn ich eben eine Trendlinie in den Markt einzeichnen kann, die hier auch mehr oder weniger wunderbar an 3 Punkten festzumachen ist, dann gucken natürlich auch auf größeren Zeitebenen diverse Händler auf solche Trendlinien. Und das kann unter anderem ein Grund sein, aber im Zusammenhang
Zusammenhang mit diesen entsprechenden Unterstützungen hier, wenn der Markt jetzt nach unten Fahrt aufnimmt, damit auch gleichzeitig dann diese Trendlinie nach unten durchbrechen würde, gleichzeitig dann gegebenenfalls hier eben diese Abwärtsbewegungen, die wir immer wieder hatten, die teilweise auch dann mit Momentum stattgefunden haben, dann wieder aufnehmen könnten und dann könnte es gegebenenfalls schneller gehen. Das ist erstmal so die grobe Überlegung, die ich jetzt für den Markt habe. Dafür müsste dann aber, da können wir eben gleich auch nochmal ganz kurz auf den Dow Jones gucken, dafür müsste der Dow Jones jetzt auch hier Fahrt nach unten aufnehmen, wenigstens in das kernunterstützende Niveau um die Marke von 24.800. Das ist so dieser graue Bereich und davon so die Mitte, beziehungsweise ist hier auch noch ein unterstützendes Niveau, so knapp unter der 25.000. Dafür muss jetzt der Dow Jones, auch die Vorindikation natürlich, hier nach unten rutschen, dass dann der DAX im Prinzip auch nach unten läuft. Also der Blick auf alle Parameter so ein bisschen und wenn wir eben Schwäche merken, das merken wir spätestens, wenn wir unter die 12.350 rutschen, dann geht mein Kernfokus wieder so ein bisschen mehr auf Short Trades. Aktuell, wie gestern auch, gestern hatte ich damit nicht ganz so recht, da habe ich es eben drei Gedanken auf der Long-Seite hatte ich. Den ersten Gedanken habe ich nicht bekommen, weil mein Long-Träger nicht gekommen ist. Dann habe ich zweimal noch gestern, obwohl der Markt nach unten kam, aber kerntrendmäßig erstmal in der letzten Woche aufwärts war. Somit ist auch nach wie vor mein Fokus über 350 Long. Habe ich es gestern trotzdem vorsichtig zweimal auf der Long-Seite dann versuchen können. Eine Idee davon ist leicht im Minus gelandet. Eine Idee davon ist leicht im Plus gelandet, sodass der Tag im DAX gestern mehr oder weniger plus minus null war. Und heute versuche ich es halt wieder auf der Long-Seite. Das erstmal zu der groben Idee. Schauen wir uns das jetzt mal im kleinen Zeitfenster an. Ich habe hier mal diese rote Linie reingezeichnet. Das ist hier die 8 Uhr Öffnung. Wir müssen ja hier immer dann noch eine Stunde draufrechnen in der Indikation von JFD. Und dann haben wir ja jetzt zwischen 8 und 9, wir haben es jetzt in 4 Minuten um 9, haben wir erstmal diese Opening Range. Ja, ich bin nicht der Freund, jetzt jeden Tag immer ganz stur diese Opening Range Breakout Strategie zu handeln. Gestern hätte die relativ gut funktioniert, aber es gibt auch viele Tage, wo die nicht funktioniert. Und man hat oder viele handeln diese Opening Range Breakout Strategie mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1. Sprich, man braucht wirklich, um nachhaltig, vernünftig, ohne große Drawdowns dieses Ding handeln zu können, braucht man wirklich eine Trefferquote weit über 50%, dass das irgendwo Sinn macht. Und ich bin halt immer der Meinung, dass die Trefferquote, wenn es rein darauf ankommt, die Trefferquote hoch zu haben, dass da so ein bisschen das schwierig wird, das wirklich langfristig dann auch aufrechtzuerhalten, beziehungsweise können die Drawdown-Phasen etwas größer werden und somit bin ich kein Freund davon, diese Strategie ganz stur jeden Tag zu handeln, sondern wenn ich eine Idee in Richtung dieser Opening-Range-Breakout-Geschichte mache, dann müssen wenigstens andere Parameter noch stimmen, zum Beispiel der Trend oder dass ich eh irgendwo generell long einsteigen möchte, vielleicht auch ein bisschen aggressiver. Ja, oft warte ich ja, warte, ich habe mein Zeichenwerkzeug heute noch nicht offen, das mache ich mal kurz auf, dass ich mal von der Kernidee, wie ich jetzt immer abwarte, eigentlich zu handeln, das mal kurz einzeichne. Also normalerweise bin ich ja immer ein Freund, der wie gestern eben nach Abwärtsbewegungen, wenn ich die Aufwärtsseite habe, an Unterstützungen kaufen möchte. Ja? Also als Beispiel, wenn wir jetzt hier gestern auf der Abwärtsseite unterwegs sind, an Unterstützungsniveaus ranlaufen, dass ich dann überlege zu kaufen nach bestimmten Kriterien mit dem Ziel, dass der Markt an die nächsten Widerstände ranläuft beziehungsweise eben den Kerntrend aufnimmt und dann eben auch Richtung neuer Bewegungshoch läuft oder an andere Widerstände. Das ist so meine Kernüberlegung vom Handeln. Ähnliches dann hier, dann eben die Long-Seite handeln, Ziel, dass der Markt wenigstens an den Widerstand läuft oder dann weiterläuft. Das ist so meine Herangehensweise und prinzipiell warte ich dann auch heute auf so eine Überlegung, dass der Markt eben, jetzt sind wir ja schon leicht aufwärts unterwegs, sondern dass der Markt erstmal, da gucken wir gleich wohin, aber dass der Markt erstmal idealerweise wieder einen kleinen Abwärtsturn macht, bevor wir dann die Aufwärtsseite nach oben handeln oder der Markt gleich hochgeht und dann auf irgendeine Art und Weise irgendwo zurückkommt, um dann den Einstieg zu wagen. Ja, also sowas in der Art, wir gucken es gleich detaillierter uns an, warte ich jetzt ab. Und man könnte jetzt natürlich überlegen, wo wir jetzt bei Broke Opening Range Breakout waren, Moment, das zeichne ich auch nochmal schematisch kurz ein. Wenn man jetzt hier ab um 8 Uhr im Prinzip sich das Hoch anguckt, das Tief anguckt, das ist dann hier das Tief, so Pi mal Daumen, und hier ist das Hoch.
jeweils knapp darüber und knapp darunter. Ja. Und der Breakout aus dieser Range besagt jetzt, dass ich den natürlich dann handle mit einem 1 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Es gibt auch Leute, die handeln diese Opening Range Breakout mit einem 2 zu 1. Ja. Aber man guckt, wo ist die obere Grenze, wo ist die untere Grenze, misst dann diese Punkte, die diese Grenze groß ist oder diese Range groß ist, setzt die dann entsprechend nach oben oder nach unten. Moment, das zeichne ich auch nochmal ganz grob ein. Wenn man jetzt hier diesen Abstand misst, ja, dann guckt man hier auf der oberen Seite, wo ist ungefähr dieser Abstand? Also man macht es natürlich dann ein bisschen genauer, als ich das jetzt hier mache. Man guckt dann auf der Unterseite, wo ist jetzt hier im Prinzip dieser punktuelle Abstand, den wir hier in der Opening Range Breakout haben. Und dann handelt man wirklich den Ausbruch hier durch die obere Grenze in diesen nächsten Zielbereich, geht dann hier direkt wieder raus oder handelt den Ausbruch auf der unteren Seite und geht dann an dem entsprechenden Zielbereich wieder raus. Das ist so grob diese Opening Range Breakout. Dann gibt es auch Leute, die lassen oder versuchen dann eben den eventuell aufbauenden Trend laufen zu lassen, schließen dann teilweise die Hälfte der Position, also machen schon so ein Teil Take Profit oder irgendwas. Also da gibt es die verschiedensten Varianten. Nichtsdestotrotz ist eben rein dieses Opening Range Breakout für mich nicht ganz so interessant. Allerdings wäre heute, weil ich ja davon ausgehe, dass wir den Markt gegebenenfalls auf der Long-Seite sehen, könnte man jetzt hier mal überlegen, ein Ausbruch ist für mich immer ein aggressiverer Einstieg als eben das Abwarten, dass der Markt erstmal nochmal korrigiert, um dann einzusteigen. Also müsste man hier gegebenenfalls überlegen, entweder die Positionsgröße ein bisschen runterzunehmen oder eben auch zu gucken, da müsste man jetzt mal messen und wir vergleichen das dann auch in der Session dann immer mal mit der ATR hier unten. Wie groß ist denn hier überhaupt diese Range? Wie groß ist die aktuelle ATR, um hier überhaupt festzulegen, was hat der Markt in der aktuellen Situation für eine theoretische Chance, ja, und was eben verlangt der Markt aktuell an einem gesunden Stop-Level? Weil seht mal, wenn wir früh zwischen 8 und 9, gerade jetzt heute, wäre es ein Tag, wo sowas passieren kann. Wir hatten ja gestern im Prinzip in den USA die verkürzte Hand, der verkür den verkürzten Handel. Ja. Sprich, die Kernteilnehmer, die eben vielleicht auch handeln wollten, die konnten das eben nicht mehr machen, beziehungsweise hat der DAX eben auch keinen Schwung mehr bekommen. Und somit kann es natürlich sein, dass zwischen 8 und 9, wo dann die Marktteilnehmer wieder von den Futures in den Markt kommen, dass die eben diese Opening Range relativ weit machen. Ja, und es gibt Tage, da bricht der Markt gar nicht aus, beziehungsweise es gibt Tage, da ist natürlich diese Opening Range hier sehr, sehr groß. Und ich meine, wenn man den gestrigen Tag mal vergleicht, ja, wo wir wirklich abwärts gekommen sind, ist das natürlich hier nichts. Aber wenn wir hier eine viel, viel größere Opening Range haben und dann entsprechend hier eben auch unseren Stop setzen, beziehungsweise dadurch natürlich automatisch ein sehr, sehr großes Ziel bekommen, dann sehe ich eben die Wahrscheinlichkeit, dass das eben eintritt, dann, dass auch dieses große Ziel erreicht wird, als etwas geringer ein. Ja, also man muss das immer so ein bisschen relativ sehen und ihr merkt, dass eben mir diese Strategie an sich, weil sie sehr, sehr starr ist, auch wenn es die verschiedensten Auslegungen gibt, dass ich diese nicht im Einzelnen so gerne handle, aber nichtsdestotrotz, wir können das heute, Moment, mache hier mal fertig und da war es auch schon. Jetzt habe ich es eben verquatscht. Ich wollte es gerade sagen, dass man eben heute die Aufwärtsseite mal handelt. Und wer jetzt hier vielleicht während meines Quatschens das dann auch gemacht hat, der ist jetzt hier drin. Und dann gehen wir das mal jetzt auf den Minutenchart uns angucken. Dass man hier jetzt schon den Stop relativ gut setzen könnte. Hätte jetzt gesagt, ja, im Nachhinein ist immer alles gut, dass ich eben den Stop nicht hier unten hingesetzt hätte, sondern hier irgendwo zwischendurch, charttechnisch richtig. Wer jetzt hier dabei ist, der kann jetzt hier meiner Meinung nach den Stop schon nachziehen. Und zeichne ich nochmal ein. Das ist immer das Blöde hier von diesem Zeichenwerkzeug. Also mein Stop wäre hier gewesen, ja, für diesen Breakout hier. Und jetzt läuft der Markt schon relativ gut und ist natürlich noch nicht ganz, mein Risiko wäre noch nicht ganz verdient, aber ich würde hier schon definitiv den Stop in diesem Bereich haben, beziehungsweise wenigstens, dass ich die Hälfte meiner Position vom Stop her dort habe. Vielleicht, das wäre noch eine bisschen defensivere Idee, die zweite Hälfte vom Stop hier unter diesem Tief. Ja, ich teile im Risiko, also solange mein Stop unter dem Einstieg ist, sehr oft meine Stops.
Ja, so dass ich eben zwei Stops im Prinzip mitziehe, den einen ein bisschen aggressiver, den einen etwas defensiver, was bedeutet, wenn der Markt gegen mich läuft, manchmal auch etwas schneller gegen mich läuft, dass ich dann eben die Hälfte meiner Position mit noch einem geringeren Risiko eben schließe als eben den Rest der Position. Somit wäre das jetzt eine Überlegung für den Stop, wer jetzt hier dabei ist. Wie gesagt, das Ziel müsste man auch nochmal messen. Wer jetzt diese klassische Opening Range handelt, Moment, wäre jetzt hier 4,11 zu 3,86, sind hier 25 Punkte, ja, 4, nee, 6 ist, was haben wir jetzt hier? Doch, 25 Punkte. Pi mal Daumen sollte man jetzt auf der Aufwärtsseite einen Take Profit haben, das sind dann bei 36, ne? Was hatten wir jetzt hier? 11, genau. 36, die wurde jetzt noch nicht ganz, da fehlen noch 10 Punkte. Aber jetzt muss man eben schauen, das ist immer das Problem, wenn man einen Take-Profit hat. Ja? Wenn ich jetzt den Take-Profit bei 36 habe, das ist hier oben, ja, und jetzt hier mit meiner Order liege, jetzt aber schon mit dem Hoch dieser Bewegung bei 25 war, also 11 Punkte vor meinem Take-Profit. Jetzt muss ich überlegen, okay, in der Situation, wo ich hier oben bin, ich habe nur noch 11 Punkte zu verdienen. Liegen aber meine Stops hier unten irgendwo oder irgendwo kurz vor dem Einstieg, ja, dann habe ich ja in dieser Situation sehr, sehr viel noch als Risiko, auch wenn es eben vom reinen Risiko, was ich an Minus reinfahren kann, ist es nicht viel. Aber wenn ich eben noch 11 Punkte verdienen kann, aber in der Situation dann irgendwie 30 Punkte oder was weiß ich, eben eigentlich wieder verliere von meinem Buchgewinn, dann ist es auf jeden Fall etwas zu groß und ich muss mir Gedanken machen, dass ich aus dem Trade jetzt nicht nur charttechnisch, sondern auch vom Risiko hier erstmal wirklich, wenn dann nur noch wenig verliere oder idealerweise gar nichts mehr. Ja? Sodass man dann, ich hätte jetzt hier dieses kleine Zwischentief hier schon als Gesamtstopp höchstwahrscheinlich. Also jetzt, wer jetzt da irgendwo drin ist, sollte sich Gedanken machen, den Stopp hier vielleicht ranzuziehen, beziehungsweise müsste man gucken, dass man vielleicht Break-Even liegt. Wobei so eine Breakout-Geschichten eben für Break-Even-Stops immer nicht ganz so gut sind, ja, weil einfach der Einstieg sehr aggressiv gewählt ist und so eine Test, selbst wenn jetzt der Markt gar nicht so weit Luft holt, sondern eben nur noch dieses Ausbruchsniveaus testet, selbst dann ist man in vielen Phasen dann oft schon wieder raus, weil der Markt eben schon so weit gelaufen ist, dass ich eigentlich laut meinem Trade Management meinen Stop auf Break-Even ziehen muss, ja, weil ich irgendwann eben einfach kein Risiko mehr auf einem Trade haben darf und dann ein ganz normal charttechnischer Test eines Ausbruchsniveaus einen dann aus dem Trade wieder rausholt. Ja. Somit warte ich dann oft den Ausbruch ab, warte den Retest ab und wenn mir dann eben ein Long-Trigger gezeigt wird, starte ich dann erst in den Trade rein. Ja. Gut, viel gesprochen um keinen Trade. Wir schauen nochmal kurz auf den Euro-US-Dollar. Hier ist ja, Moment, machen wir mal den 4-Stunden-Chart. Hier hatten wir, nehme ich mal kurz wieder mein Zeichenwerkzeug. In den letzten Tagen, auch in der Wochenanalyse, die ich hier am Wochenende auf YouTube ja hochlade, auf dem Kanal von JFD, hatten wir hier den Bereich so als kernunterstützendes Niveau. Das war auch knapp unter dem Schlusskurs vom Freitag. Ja, wir sind ja hier in der vergangenen Woche doch relativ stark gelaufen. Alles über dem Bereich, den ich hier orange eingezeichnet habe. Das ist so der 1,24er Bereich um die Dreh. Ja. Hatte ich gesagt, okay, solange der Markt hier drüber bleibt, ist es definitiv realistisch, dass wir wieder Richtung der Hochs laufen, dass wir hier Long Trades machen können. Das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe einen Long Trade gemacht im Euro-US-Dollar, der ging auch nicht so gut. So, und jetzt ist der Markt hier jetzt sukzessive wieder unter diesen Bereich gelaufen, was erstmal zum einen zu ein bisschen Vorsicht aufruft, weil wir haben hier das nächste unterstützende Niveau, das ist so der Bereich 1,2320. Der Bereich zwischen 1,24 und 1,2320, diese 80 Pips, die hier sind, das ist so ein bisschen eine Seitwärtsphase, die sich auch in Zukunft immer wieder als nicht so richtungsentscheidender Bereich so ja, zeigen könnte. Somit ist jetzt die Handlung zwischen der 23,20 und der 24 von meiner Seite erstmal als sehr, sehr vorsichtig zu genießen. Es wäre durchaus denkbar, selbst in diesem Bereich 23,20 hier unten nochmal über einen Kauf nachzudenken. Das wäre zwar charttechnisch durch diesen relativ starken Rücklauf schon gar nicht mehr so schön, aber das wäre nochmal eine Überlegung, hier über einen Kauf nachzudenken. Ansonsten wäre ich jetzt in diesem Bereich hier zwischen
2023 und 2024 erstmal sehr, sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, hier kann sich eine Seitwärtsphase entwickeln und erst wenn der Markt dann wieder über die 24 geht, dann wäre hier für mich die Long-Seite wieder etwas interessanter und ich würde dann auch vielleicht ein bisschen aggressiver wieder über Käufe nachdenken, weil das ist hier, wir hatten das in den letzten Wochen immer wieder gesagt, der Euro war sehr, sehr unsauber. Wir hatten hier diese Schiebezone. Wir hatten hier oben zwar ein bisschen volatiler, aber im Endeffekt ist das auch eine Schiebezone gewesen. Kurzer Ausbruch nach unten. Und jetzt sind wir hier wieder primär in dieser großen Zone drin. Ja. Also sehr, sehr unsauber, charttechnisch sehr, sehr unsauber. Wenn wir uns da den britischen Pfund zu anschauen, Moment, muss ich hier erstmal wieder rausgehen. Der ist prinzipiell, Moment, schieben wir mal so ein bisschen zusammen. Ja, der ist von den Trendbewegungen her etwas sauberer. Ja. Und ich hatte auch immer gesagt, dass es interessant ist, eben statt dem Euro-US-Dollar gegebenenfalls den britischen Pfund zu handeln. Wir hatten zwar in der vergangenen Woche hier, wo wir der Euro-US-Dollar schon im Long-Setup war, war hier der britische Pfund noch im Short-Setup. Also da musste man noch ein bisschen warten, hier den gegebenenfalls am Freitag dann eben mal zu kaufen. Aber prinzipiell sind die Bewegungen generell im britischen Pfund relativ sauber und man kann hier überlegen, statt dem Euro vielleicht den britischen Pfund zu handeln. Das war so eine Kernüberlegung, die ich in den letzten Tagen und Wochen dann auch immer mal wieder genannt und gezeigt habe. Sollten wir hier unter den 23,20er Bereich rutschen, dann wäre hier die Abwärtsseite prinzipiell erstmal wieder interessant, wobei hier dieser hier grau markierte Bereich, den wir hier dann auch schon mal wieder als kleine Schiebezone hatten, dann rutschen wir relativ zügig wieder in diesen Bereich. Somit hier wieder Vorsicht. Also wie gesagt, der Euro-US-Dollar kommt eigentlich von einer unangenehmen Zone in die nächste, sodass der Handel sich wirklich teilweise erschwert und erst ein Bruch der 1,22er Marke, ja, das ist dann hier dieser Bereich, der hier aufwärts lief, sehr, sehr, sehr sauber, ja. Ein Bruch der 1,22er Marke wäre dann wirklich sehr, sehr interessant, die Abwärtsseite zu handeln, weil oft ist es so, dass in der Vergangenheit sauber abgearbeitete Bereiche beziehungsweise abgearbeitete Strecken dann auch in der Zukunft oft sehr, sehr sauber abgearbeitet werden und unsaubere Bereiche, so Schiebezonenbereiche, dann eben auch oft in der Zukunft zu einer Schiebezone führen. Und wer möchte in dieser Zone trendfolgend handeln? Ich denke, keiner. Ne? Und ja, wir haben das zum Beispiel auch im DAX gehabt. Ja? Wir hatten ja im DAX im Ende des Jahres und Anfang diesen Jahres, da können wir nochmal drauf gucken, um das eben prinzipiell mal zu verstehen, wenn wir hier auf den Tageschart gehen. Wir haben hier Ende letzten Jahres wirklich so eine ewige Schiebezone im DAX gehabt. Ja, dann sind wir mal nach oben ausgebrochen, dann haben wir mal kurz nach unten eben irgendwo den Weg gefunden, sind dann schon ein bisschen nachhaltiger nach oben, aber dann auch wieder zurückgekommen. Und ich hatte dann hier, bevor wir hier reingelaufen sind, gesagt, Vorsicht, Schiebezone, und dann hat er natürlich irgendwann auch das Ding mal mit Volldampf nach unten durchschossen. Ja, das kann natürlich im Euro auch passieren, aber oft ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit ein Hauch höher ist, dass wir erstmal wieder in so einem Bereich hängen bleiben. Und somit ist der Euro erstmal mit Vorsicht zu genießen. Und für mich bedeutet das, wenn ich handle, kleinere Positionsgröße oder eben wirklich nicht so aggressiv handeln. Gut. Gibt es erstmal Fragen? Ich schaue mir nochmal erstmal kurz hier den DAX an, was wir hier eventuell produzieren können jetzt mal. Erstmal erst spannende Geschichte. Also wie gesagt, Euro-Dollar bin ich bei dir. Ich bin gestern allerdings in den Short gesprungen, der bei 1,24, der schon gut angelaufen ist. Da teile ich mit dir die Meinung, ja, das ist charttechnisch schön. Ich habe allerdings das Doppel-Dreifach-Top so ganz schick gefunden. Aber da gehe ich nachher mal drauf ein, auf den Euro-Dollar. Also, und Pfund gebe ich dir auch recht. Pfund ist sicherlich sozusagen die kleine gehebelte und durchaus schwankungsfreudigere Variante, wenn man jetzt dann tradet. Wobei ich sagen muss, Euro-Dollar, ich drücke da ja auch die Daumen, seit Jahresanfang sind die Volatilitäten ja gut angesprungen. Das war ja letztes Jahr teilweise ja gerade im Sommer, also August, September, ich kann mich erinnern, beim DAX schon sehr erbärmlich, beim Euro ohnehin die Volatilität ja da sehr, sehr schmerzvoll in Sachen tägliche Schwankungsbreite. Da im August, was haben wir da unten gehabt? Die ATR, die kroch da rum, das war Wahnsinn. Juni, August, dann gab es so kleine Spitzen nach oben, aber in Summe 50 Pips. Wahnsinn. Es war wirklich, das war ein grausames Dahinschwenken. Und wir sehen es jetzt schön, dass du es gerade aufrufst, der ATR, die Average True Range zeigt ja sehr schön, dass wir da deutlich jetzt nach oben gezogen sind. Und das ist einfach das, was wir natürlich am Markt brauchen, also wenn es dann ein Stück weit Volatilität gibt. Und das ist schön zu sehen, aber wenngleich das Pfund da natürlich schon immer eine Nase Länge, kann man sagen, voraus ist. Also das ist wirklich schon wesentlich volatiler. Also genau.
Da gebe ich Man dir kann recht. hier nach rechts gucken, ne, um das eben grafisch zu unterstützen, was du gerade sagst. Ne, wir haben hier im Euro, um es jetzt mal die aktuelle Situation eins oder die aktuellen letzten Tage hier einzunorden. Wir haben hier aktuell wieder um die 90, waren mal kurzzeitig bei knapp über 100 Pips durchschnittliche Schwankung am Tag. Ja, wir sind ja auf dem Tageschart hier oben. Und wenn wir das uns dann im britischen Pfund mal anschauen, Moment, und hier mal diese ATR hochziehen, ja, dann haben wir hier. Nee, das ist nicht richtig. Nee, So, das ist jetzt sind nicht wir richtig. richtig. Und da sehen wir nach rechts, sehen wir rechts hier, wir haben im Euro-US-Dollar eben 90 gehabt und wir sehen im britischen Pfund 127 und haben im Hoch hier in den letzten Tagen dann auch mal 150 Pips am Tag Schwankungen gehabt. Also mehr Schwankungen durchschnittlich und 30 Pips durchschnittlich, oder gute 30 Pips durchschnittlich höhere Schwankungen bedeutet natürlich, dass die Trendtage wirklich dann auch merklich mehr schwanken. Exakt. Nee, ganz genau richtig. Also da bin ich wirklich bei dir. Und das Pfund lädt ja auch ein, es ist schön trendig. Ich meine, die Brexit-Story, die schwelgt da immer mit. Und das ist natürlich auch etwas, was man an den Märkten schön handeln kann, wenn da immer wieder Bewegung auch aufkommt. Ich weiß jetzt gar nicht, schaust du auch immer auf dem News-Kalender in dem Zusammenhang? Lässt du dich da von News beeinflussen an der Stelle eigentlich? Also ja, muss man. Man muss natürlich draufschauen. Wir hatten ja in den letzten Tagen doch hin und wieder die ein oder andere Zinsentscheidung, nicht nur von der Bank of England, sondern auch von der Fed, von der EZB. Das sind zum Beispiel wichtige Punkte, auch wenn generell über aktuell ist eben das Zinsthema wird relativ heiß gekocht und somit sind natürlich alle Zinsentscheidungen in den Hauptwährungsländern, also was hier dann hauptsächlich dann für uns hier eben dann England, Deutschland, USA eben ist, vielleicht auch noch im asiatischen Raum so ein bisschen drauf schauen. Aber da kommt natürlich Bewegung rein und somit muss ich wissen, wann kommen hier bestimmte Punkte. Da haben wir morgen zum Beispiel um 20 Uhr FOMC-Protokoll aus den USA. Ich glaube, 20 Uhr war es Genau. morgen. Und da ist natürlich die Gefahr, also was heißt Gefahr? Gefahr, Schrägstrich Chance, ja, dass eben Bewegung aufkommt und man hier gegebenenfalls dann auch eine Chance hat, natürlich vielleicht noch einen schönen Trade zu machen, um eben auch einen schönen Gewinn zu produzieren. Aber natürlich bei größerer Bewegung, vor allem größerer, schneller Bewegung, dann auch die Gefahr besteht, dass ich natürlich relativ zügig in den Stop rutsche, ja, oder eben auch schlechtere Ausführungen bekomme. Also ich muss da drauf schauen, wenn ich wichtige Wirtschaftsnachrichten habe, wann die kommen. Das ändert sich von Zeit zu Zeit. Wir haben zum Beispiel den Konsumerpreisindex letzte Woche Mittwoch gehabt, der wirklich enorme Schwankungen in sehr, sehr kurzer Zeit ausgelöst hat, was aber in den vergangenen Monaten, Schrägstrich fast Jahren, gar nicht so interessant war. Ne? Und auch die Non-Farm Payrolls, die eben am ersten Freitag des Monats immer rauskamen, die auch diesen Anfang Februar wirklich eine verhältnismäßig starke Bewegung ausgelöst, oder nicht verhältnismäßig, sondern eine starke Bewegung ausgelöst haben, die hatten auch in den letzten Jahren, die waren zwar immer wichtig, aber haben teilweise dann im DAX da irgendwie 20 Punkte Bewegung ausgelöst, auch mal ein bisschen schneller, aber das hat man im Chart im Nachhinein fast gar nicht erkannt. Und jetzt wären eben diese Zahlen dann scheinbar wieder ein bisschen wichtiger. Man muss ein bisschen mehr drauf gucken und so ändert sich das immer so über die Zeit so ein bisschen. Somit muss man, um die Frage kurz zu beantworten, natürlich auf Zahlen gucken und ich mache es auch, ja, Da auf gebe die ich dir, wichtigsten. da, Die da wichtigsten. gebe ich dir, gebe ich dir hundertprozentig recht. Gerade mit den Non-Farms und anderen. Es waren ja auch früher die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Donnerstag immer schon mal ein Event, ja, die ja jeden Donnerstag dann Wöchentlich, kam. ja. Das ist ja mittlerweile wirklich nur noch blauer Dunst, kann man ja wirklich sagen. Das wird ja einfach so durchgeschoben. Das war von der Relevanz, ich kann mich auch erinnern, durchaus schon mal stärker ausgeprägt. Und die Non-Farms auch hier, DAX mehrere hundert Punkte, Euro, Dollar, hunderte Pips. Also waren noch mal 200, 300 Pips an dem Tag dann keine Seltenheit. Das ist wirklich schon ein bisschen ruhiger geworden. Aber man will meinen, gerade jetzt, wie du schon angesprochen hast, die Zinszyklen bewegen sich da schon und insofern wird da auch schon wieder stark zwischen den Zeilen der Konjunkturdaten auch gelesen. Und gerade natürlich Inflationsdaten, Arbeitslosendaten aus den USA immer sehr, sehr wichtig. Und was man natürlich am Ende draus kocht für ein Süppchen, ist dann wieder einerlei. Aber man sieht die Volatilitäten im Zug, gerade beim Pfund auf 10:30 Uhr immer ein Riesenthema. Da muss ich halt auch mal sagen, gerade wer das Pfund handelt, wir haben am Mittwoch da schon wieder so ein Event-Day, da kommen gerade mal vier, fünf Nachrichten rein, sei es jetzt Immobilien, sei es jetzt verbrauchertechnisch Schrägstrich Inflationsdaten, das britische Pfund 10:30 Uhr immer mal im Auge behalten. Das fängt dann auch manchmal schon 2, 3 Minuten vor den News das wilde Zucken an. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Und dann ist es auch häufig so, wenn die News kommt, dann
ist das Pfund gerade da immer in einer sehr, sehr ambitionierten Bewegung in Trendrichtung. Also muss man schon sagen, dass der dann durchaus immer mal schnell 50, 60, 70 Pips abgeht. Und da ist das Pfund natürlich wirklich, sage ich mal, ein Stück weit biestig auf der einen Seite, weil du vorhin auch gesagt hast, gerade mit einer Ausführung, wenn die News reinkommen, es gibt Slippage, der Preis, Bid-Ask zieht sich auseinander. Das ist etwas, das ist gerade beim Pfund häufig zu beobachten, dass es da wild zur Sache geht zu den News. Deswegen immer darauf achten, gerade im Intraday-Bereich, schaut es euch den News-Kalender an. Da wird man dann auch nicht überrannt, überrascht, wenn da News sind. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, solche News abzuhandeln, oder gibt ja auch die direkten News-Trader, die nur auf sowas lauern. Ja, da gibt es also im Aktienbereich der Giovanni Cicivelli, der steht ja tierisch drauf und er macht das auch mit außergewöhnlicher Brisanz und Präsenz, da solche News einzucatchen bei den einzelnen Nebenwerten. Dirk Hilger als Beispiel, ne, ist auch so ein Fan. Da haben wir ja auch jüngst schon mal Kontakt aufgenommen, Markus, mit dem Steo-Trader. Das wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, den wir euch dann hier nochmal näher bringen, liebe Leute. Das ist ja auch ein Tool. Der Dirk wird sicherlich dieses Jahr auch nochmal Gast bei unseren Live-Events sein. Da habe ich schon ein bisschen vorgefühlt mit Markus. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein Event machen, der natürlich auch hier sehr ambitioniert im Ein- und 5-Minuten-Chart, oder ich sage mal mehr 5-Minuten-Chart, 30-Minuten-Chart mit seinem Tool, was natürlich gerade einlädt für solche News, weil das Teil im Prinzip ja auch verzögerte Einstiege macht, eine Pullback-Order hat, eine automatisierte. Das heißt, man kommt mit einer positiven Slippage teilweise in die Trades schon rein, weil eben der Entry nicht sofort nach einem Ausbruch getriggert wird, sondern erst nachgezogen wird und. Ist ein ganz, ganz tolles Tool, muss man sich aber ein Stück weit eben auch mit beschäftigen und da werden wir euch auf jeden Fall abholen, vermutlich dann im April. So mal angedacht, dass wir da so ein Frühjahres-Stereo-Trader-Jahresauftakt-Event starten. Ansonsten immer schön, Markus, wie gesagt, du bist auf jeden Fall sehr, sag ich mal, da auch angehaucht, immer Content, sag ich mal, mündlicher Art zu liefern. Das ist immer ganz toll. Wie gesagt, es gibt ja Webinare, wo es dann eben relativ monologtechnisch abläuft, aber wenn wir gerade eben zu zweit sind, können wir uns den Ball immer schön hin und her spielen. Insofern finde ich es auf jeden Fall klasse, dass du den Markt hier so gut coverst. Und zum DAX, ich meine, wir sehen es ja gerade hier im kleinen Timeframe. So ein bisschen ist der an dem Hoch von letzter Woche da gescheitert, am 19. oder nicht am Hoch von letzter Woche, von gestern vielmehr, an dem Asia High, das kleine Ding da. Aber so tendenziell, sage ich mal, spuckst du oder traust du dem noch ein bisschen was auf der Oberseite zu? Ja, also ich lauere jetzt natürlich Ah. auf Eben, Kaufsetups. Ja, ah. wir sind gestern ja nach unten gekommen und ich hatte von der großen Idee, ich mache ja so diverse Analysen auch teilweise auf meinem eigenen Kanal, teilweise hier, wie gesagt, am Wochenende auch dieses Big Picture eben in der Wochenanalyse für den DAX und auch für andere Märkte. Aber ich persönlich habe jetzt am Wochenende für den DAX, wir haben ja hier oben am Freitag geschlossen. Ja, und es war für mich erstmal die Kernanalyse. Moment, das zeichne ich ein. Und das habe ich eben so auch zum Beispiel auf meinem Kanal exakt so eingezeichnet. Wie gesagt, ich will mich ja nicht als jemand hinstellen, der eben jetzt hier irgendwas vorhersehen kann. Aber ich versuche mir ja irgendwo immer eine Geschichte des Marktes so zurechtzulegen, wie der sich verhalten könnte. Wenn er sich denn so bewegt, wie ich es mir zurechtgelegt habe, finde ich das gut und versuche auch da dann eben entsprechend zu agieren. Sollte das nicht so hinhauen, dann muss ich mich sowieso immer erstmal neu resetten, gucken, okay, warum habe ich da eventuell so ein bisschen falsch gedacht? Habe ich irgendwas übersehen oder was ist eben passiert? Meine Überlegung war, dass der eben sich hier auf der Abwärtsseite in den Bereich 3,50 zurückbewegt, ja, um dann von hier, Moment, wollen wir mal die Pfeile nehmen, um dann generell von hier dann eben wieder Gas zu geben, entsprechend an die Schlusskurse, die wir eben den wir vom Freitag hatten, beziehungsweise was eben mein Ziel ist, hatte ich eingangs, glaube ich, schon gesagt, dass der Markt eben durchaus Potenzial in den 12.670er Bereich, so Pi mal Daumen, zu steigen. Ja, das war also die Analyse des großen Bildes. Zusätzlich hatte ich auch gesagt, okay, wenn der jetzt hier gleich ansteigt und Stärke zeigt und dann eben zurückkommt, dann könnte man hier kaufen. Das waren so noch weitere Kaufgedanken. Das Bild hat er jetzt erstmal abgespielt und alles, was unter 350 war oder dann gegebenenfalls ist, das ist für die Abwärtsseite. Das war das, was ich eingangs dann auch schon mal gesagt hatte. Somit warte ich jetzt schon, weil wir haben jetzt diesen Rücklauf in Richtung 350 abgearbeitet, dass ich jetzt hier auf irgendeine Art und Weise auf der Long-Seite reinkomme. Aber jetzt haben wir aktuell, wenn man jetzt hier sich den Markt mal anschaut, wir haben zwar diesen kurzen Ausbruch nach oben gehabt, ja, hängen jetzt aber hier mehr oder weniger an diesem Opening Range Breakout-Ausbruchsniveau, wenn man es mal so nennen möchte, ja, sind jetzt hier unten mit dem Schlusskurs von gestern und mit dem Eröffnungskurs von heute, da sind wir auch noch nicht so weit weg. Also so wirklich
Action kommt hier aktuell in den Markt nicht rein. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich eben auch unterscheide zwischen aggressiven und defensiven Kauf-Setups. Ja. Und für mich wäre zum einen jetzt interessant, wenn der Markt nochmal Richtung des Eröffnungsniveau und Schlusskursniveau zurückläuft, um hier dann eben eventuell über einen Kauf nachzudenken nach oben. Noch viel schöner würde ich finden, wenn der Markt das gestrige Tief, beziehungsweise das hat er in der Nacht eigentlich schon gemacht. Ja. Da wusste ich das natürlich nicht. Gestern Abend war für mich so für den heutigen Tag die Idee, Mensch, wenn der hier nochmal drunter tippt, ja, mal kurz unter dieses gestrige Tagetief guckt, dann wäre das ein super Setup zum Kaufen. Das hat er dann in der Nachtsession hier im Prinzip gemacht, was der eigentliche DAX Future, der zwischen 22 Uhr und 8 Uhr im Prinzip nicht gehandelt wird, logischerweise dann nicht gemacht hat. Somit wäre es nach wie vor immer noch eine Überlegung, wenn wir nochmal in das nächste Unterstützungsniveau oder in das 350er Unterstützungsniveau hier nochmals zurücklaufen, dass man den Markt hier unten erwischt. Das wären erstmal so die zwei Szenarien, die ich am schönsten finden würde. Bedeutet natürlich, dass ich abwarten muss. Ne? Und das kann auch sein, dass das eben zum einen natürlich nicht passiert oder erst in der Mittagsphase passiert oder nachmittags passiert. Bedeutet jetzt abwarten. Aggressive Käufe wären jetzt eben nochmals hier irgendwelche Breakouts zu handeln, was ich jetzt in der aktuellen Situation nicht mache, weil selbst wenn der Markt sich jetzt hier, Moment, zeichne ich mal ein, weiter nach oben bewegt, aber nach wie vor so schleppend bleibt, wie er jetzt ist, ja, bedeutet, dass der hier kurz mal ein neues Hoch macht, dann läuft er wieder runter, meistens überpäst er dann hier manchmal sogar noch so alte Tiefs, ja, dann geht er wieder so ein bisschen nach oben, kommt wieder runter und dümpelt hier mal so in Richtung des nächsten Widerstandes. In so einer Situation möchte ich eigentlich nicht aggressiv in so einen Markt reinkommen, weil wir sehen, wenn ich hier aggressiv mit dem Breakout reinsteige, ja, dann bin ich sehr, sehr lange in meinem Einstiegsniveau. Wer eben mein Trading so ein bisschen schon verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten, das ist mein Siri gerade angesprungen auf meinem anderen Schreibtisch. Hoppala, hoppala. Das Stichwort war Entschuldigung. Trading, ja. Stichwort war Trading in den Ja, letzten Wochen. nenne mir die besten Setups für den heutigen Tag. Richtig. Und die Antwort war tatsächlich von Siri gerade, das kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich nicht, Okay. was da gerade passiert. Aber der Schreibtisch ist ungefähr 5 Meter weg, weiß ich nicht, was. Also egal. Wir hören alles. Aber wie gesagt, ich möchte. Ich möchte in solch Situationen und wie gesagt, ich bin ja kein Hellseher, ich weiß ja nicht, was passiert. Aber es ist höchstwahrscheinlich, wenn der Markt eben jetzt hier, wir haben es jetzt mittlerweile schon 25 Minuten nach 9, wenn der Markt hier eben kein Gas aufbaut und wir dann auch den nächsten Widerstandsbereich nicht gar nicht so weit weg haben von diesem Breakout, dann ist das kein Szenario, wo ich zwingend drin hängen möchte, weil Aber ich arge Probleme, ja? Bitte? Frage, da, genau weil du sagst, das ist immer so eine Frage, die ich hin und wieder dann aus Erfahrungswerten gern stelle oder so. Hast du da so eine Art Time Stop? Ich sag mal jetzt unabhängig vom Time Frame. Nehmen wir jetzt den 5-Minuten-Chart, ja, du hast deinen Trigger, sei es jetzt in der Südkurve oder sei es jetzt bei einem Ausbruch. Gibst du dem Trade da, sage ich mal, x Kerzen Zeit, um zu sagen, jetzt sollte er dann doch anlaufen? Oder wenn er jetzt beispielsweise, jetzt mal pauschal, ich hau meine Hausnummer raus, nach 10 Perioden, also 5 mal 10, in dem Fall 50 Minuten, jetzt nicht seinen Pfad aufgenommen, verkleinerst du, machst du ein Scale-out, gehst du da raus aus den Positionen oder schließt du dann vielleicht sogar oder lässt du den Trade, weil die Grundidee ja eigentlich dann schon 10 Perioden zurückliegt, überhaupt noch Relevanz hat oder wie gehst du da vor? Das wäre jetzt eine gute Frage. Du würdest jetzt so gar nicht reingehen, aber wenn du aus Triggerpunkten reingezogen wirst in den Markt und der sich dann eben auf einer Timeline gesehen nicht entwickelt, gibt es da für dich so eine Art Time-Stop, wo du irgendwie sagst, jetzt ist das Szenario vom Tisch? Jein. Also natürlich gucke ich so ein bisschen, umso länger ein Trade sich nicht so entwickelt, wie ich es mir denke, umso unschöner ist es natürlich. Aber es gibt keinen, wie du jetzt sagst, dass ich wirklich immer sage, nach 15 Minuten mache ich das, nach 25 Minuten mache ich das. Sowas gibt es nicht, weil ich ja eh in meinem Trade-Management immer schon den Gedanken habe, egal wie wir jetzt hier laufen, dass ich eben dann teilweise meine Stops teile, eben dann dadurch ja automatisch irgendwann mal einen Scale-out gegebenenfalls mache, dieser zweite Stop, der die Hälfte meiner Position rausholt, halt sowieso irgendwo aggressiv ist, dann vielleicht durch solch eine Bewegung dann irgendwann mal rausgeholt wird oder hier, weil das ein bisschen weiter überpäst, der dann automatisch, unabhängig der Zeit, werde ich irgendwann dann durch dieses Scale-out, der dann eh vom Risiko her erstmal reduziert. Ich
Also wenn ich nicht los muss, heute wäre so ein Beispiel, ja, klar, wenn ich früh um 8, 8:30 Uhr, 9 Uhr, 9:30 Uhr, vielleicht, ja gut, wobei 9:30 Uhr jetzt schon fast ein bisschen zu spät wäre, aber ich weiß ja, dass ich gegen 10, 10 nach 10 vom Rechner weg muss, ja, und wenn ich dann jetzt hier um 10:30 Uhr, 9:30 Uhr, 9:40 Uhr, 9:45 Uhr, dann gehe ich ja keinen Trade mehr ein, wenn ich weiß, ich muss in 20 Minuten los. Wenn ich allerdings um 9 Uhr vielleicht einen Trade eingegangen bin, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt noch eine gute Stunde Zeit, der Trade ist dann hier schon relativ gut im Plus. Der Stop liegt auch schon im Plus. Dann lasse ich so einen Trade auch mal laufen, aber Absolut, ich ja. habe ungern, einen Trade offen, wo noch offenes Risiko ist. Okay, Ja? okay. Zeitlich gibt es da von meiner Seite erstmal nur indirekt. Klar, umso länger der unsauber läuft, umso aggressiver wäre ich hier teilweise mit Stops, ja? Sodass ich mein Risiko sukzessive reduziere. In den seltensten Fällen gehe ich dann eben, wenn der hier wirklich lange um diesen Break-Even-Punkt pendelt, dass ich dann eben auch mal zu diesem Einstiegskurs wieder rausgehe. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich gebe dem Markt dann eben die Chance, die ich analysiert habe. Ja, manchmal werden so eine Dinger dann auch was. Ja, Ja. manchmal. Na, das manchmal werden, aber dann gebe ich dir recht, aber es ist immer eine interessante Frage, eben darum geht es ja auch so ein bisschen die Vorgehensweise da mal so abzutasten an der Stelle, ja, wie er da so abgeht. In dem Zusammenhang zum DAX ganz kurz, du wirst es vielleicht schon mitgekriegt haben, aufgrund dem einen oder anderen, was ich so analysiere. Ich benutze ja dann so eine teilweise abstrakte Fuzzy-Logik, die dann so ein bisschen die Märkte vorausorakelt nach statistischen Rahmenparametern. Und da ist der DAX im Übrigen heute und auch der Dow Jones mega bullisch orientiert. Also das dürfte auf der Oberseite auf jeden Fall noch einen Knack geben. Das orakelte hoch im Übrigen heute beim DAX jetzt sozusagen 12.510 sogar. Also das heißt, da ist noch richtig Luft rein, statistisch gesehen. Da kann ich nachher auch noch mal was dazu sagen zu der Fuzzi-Vektorlogik. Ich Guck sehe mal, was ich hier so liegen habe. Meine, das ist immer ganz interessant. Das sage ich immer. Ich bin jetzt, ich mag so Zyklen, ich mag so saisonale Effekte. Ja, ich stehe auch ein Stück weit auf Statistik, jetzt nicht im Studium, das fand ich eher langweilig, aber auf die Märkte bezogen ist es wirklich spannend. Und da ist es so, wie du auch sagst, man sucht so Pattern, man sucht so Übereinstimmungen. Und wenn ich sage mal, statistische Wahrscheinlichkeit haben, die ja so ein theoretisches Hoch, wie jetzt beim DAX, bei mir 12.510,89 Punkte sogar, rauswerfen und du dann hier eine Horizontalline hast, die bei 12.513 liegt, dann ist das schon, sage ich mal, wo ziehst du die Linie her? Wie rührst du auf das Preis hoch? Gleich mal direkt Also angesprochen. ich bin ja bei so Linien auch immer relativ entspannt, ne? Weil Linien bedeutet ja nicht, also wenn du jetzt sagst 13,3 und also auch Gottes Willen. deine Fuzzi-Vektor-Logik da irgendwie Komma irgendwas, es sind ja immer Bereiche, logischerweise auch Natürlich, bei dir, natürlich, ne? natürlich. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt vorhersage, dass der Auf die Markt exakt Dezimalstelle, zu ne? dieser Was? Linie läuft, ne? Sondern ich brauche Unterstützung und Widerstände, zum einen natürlich für Einstiegsbereiche und wenn ich auf einen Punkt einsteigen will, dann nehme ich natürlich auch oft genau die Linie, bin mir aber dessen bewusst, dass der Markt eben auch manchmal vor der Linie dreht und manchmal dann eben nochmal ein bisschen überpaced, ja? Das ist aber mit dem richtigen Stop-Management oder dann teilweise auch mit Triggerkonzepten kein Problem, weil ich dann trotzdem eben noch im Markt bin, wenn er ein bisschen überpaced und dann nicht gleich ausgestoppt werde oder eben trotzdem in den Markt teilweise reinkommen, wenn der Markt nicht direkt bis ranläuft. Ja? Also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen und es ist fast eigentlich noch wichtiger, Widerstände, Unterstützungen für Zielbereiche zu haben, um dann eben mein entsprechendes Stop-Management anzupassen. Und dafür habe ich dann entsprechende Linien drin liegen und ich habe zwar hier teilweise erwische ich hochs, ja, aber ich suche mir immer Bereiche, wo der Markt eben sich oft aufgehalten hat und das sieht man jetzt hier ganz gut, ne? Mit diesem Bereich, der hier in die 13 liegt, der hat eigentlich nicht so wirklich irgendwo ein Hoch, sondern dass ich versuche so viel wie möglich Punkte zu erwischen mit so Linien. Mache Ja, ich ganz der ein oder genauso. andere würde jetzt, der ein oder andere würde wahrscheinlich den Widerstand, den ich da unten habe, hier hinlegen. Ne? Da habe ich auch, also kann man auch machen, und definitiv jetzt, das würde ich jetzt nicht irgendwie einem Schüler als Fehler ankreiden, ja, dass man hier den statt in dem an dem knapp über 500 dann eben auf den 50er Bereich geht, weil hier eben exakt diese Hochpunkte dann liegen, ja. Aber manchmal mache ich das so, manchmal mache ich das so. Also wichtig ist, dass diese Widerstände, Unterstützung diverse Bereiche Abdecken. abdecken. Das ist auch, ich sag mal, Ja, ne? was ich immer häufig bei Vorträgen früher verwandt habe und auch heute noch ein Credo ist, ja, es ist, also das ist ja, der Chart ist so ein bisschen Massenpsychologie und am Ende liegt es im Auge des Betrachters, weißt du? Ich meine, der eine sieht eben auch, der eine ist so auf Formation aus, der sieht überall eine SKS, der sieht überall Dreiecke und
katholische Flaggen und weiß der Teufel. Der andere, und dann bin ich dir auch ein bisschen konfirm, steht mehr so auf horizontale Linien. Warum? Weil das natürlich Preislevels sind, die nicht ganz so subjektiv sind, wenn man eben, sag ich mal, gewisse Parameter und Stauzonen im Chart hat, die eben horizontaler Natur sind und dann auch von noch mehr Marktteilnehmern gesehen werden als so eine subjektive Chartformation, die ja dann doch immer ein bisschen individuell auch bewertet wird von dem einen oder anderen Marktteilnehmer. Nichtsdestotrotz, also ich bin ja, wie gesagt, du ja auch ein Analyst, ein technischer Analyst, mit der Charttechnik auch groß geworden, und wir orientieren uns da so ein bisschen an der Massenpsychologie, weil ja im Preis alle Informationen der gegenwärtigen Annahmen drinstecken, Schrägstrich auch die Zukunft gespielt wird, und das natürlich für uns, sage ich mal, das Credo ist, um sich überhaupt an den Märkten zu orientieren. Also ohne Chart hätten wir auch eine Nullmöglichkeit, unser Risiko in irgendeiner Art und Weise zu bemessen, und das ist immer so ein bisschen das Pro für alle Chartis, und da dreschen immer die Fundamentalanalysten drauf, dass es ja gar nicht so ableitbar wäre, wie man denn sagt. Aber nein, die Charttechnik ist ein hervorragendes Instrument, um eben auch seine Risikoparameter zu bestimmen, zu bemessen und eben auch Zielzonen auszuallokieren, weil es ist kein Zufall, dass es gewisse Wochen- und Tageshochs gibt, die immer wieder angelaufen werden. Da, wie gesagt, werde ich beim Euro nachher auch mal drauf eingehen, warum ich dann ein schönes Short-Setup kreiert habe, einfach nur, weil es da eben eine Zone gab, die war immer wieder oder sorgt immer wieder von Angebotsüberhang. Da ist der Euro nicht durchgestoßen. Heute sehen wir auch den Dollar sehr stark. Wir schauen uns nachher auch die Währungsstärke an, wo ich ja auch immer gerne einen Blick drauf habe. Das heißt, welche der Top-8-Währungen ist gerade in einem starken Momentum, welche nicht. Und dann spielt man die Währungspärchen gegeneinander aus. Das ist immer eine schöne Möglichkeit, um am Markt zu agieren. Da muss man aber, wie gesagt, sagen, die Frage gerade vom Carsten zum FTSE, zum Euro, da kann ich mal die Intraday-Logik auf jeden Fall nachher mal aufrufen, weil auf Tagesbasis wirft mir das Tool heute keine Forex Pattern aus. Das scheint aber ein Bug zu sein. Aber Intraday kann ich das nachher mal zeigen. Es gibt nämlich die FTSE-Vektor-Logik sogar auf 5-Minuten-Chart-Basis, wo dann praktisch eine Art Glaskugel-Vorausschau des Tagesverlaufs ausgeworfen wird. Ist ganz mystisch, ganz interessant. Bin ja auch schon länger am Überlegen, dass wir das für JFD-Kunden sozusagen als Gimmick und Tool in irgendeiner Art und Weise implementieren. Das heißt, wer da Interesse am Feature hat, muss man sich noch überlegen, wie das am Ende des Tages aussieht. Aber zumindest bekommt man hier immer Anregungen für mögliche Verlaufstendenzen aufgrund wahrscheinlicher Gegebenheiten der Vergangenheit. Also insofern, Matthias, danke für das Feedback. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich denke, das bringt sicherlich einen Mehrwert, weil ich finde es auch spannend, wenn man sich da sozusagen unterstützend durch gewisse Funktion da in den Markt sozusagen aufzeigen lässt. Ja, am Ende des Tages muss man, und das schreibt der Peter auch schön, sehen Sie ein 1-2-3 Muster von Joe Ross im Tageschart zum DAX. Ja, das ist natürlich schon sehr speziell. Joe Ross ist ja hier so ein Stück weit die Markttechnik der 80er, 70er Jahre. Ganz klar, Joe Ross, Markus, brauche ich dir nicht erklären, aber da gibt es den Peter, der hier nämlich fragt, 1-2-3 Muster von Joe Ross. Alter Mann mit blauem Bart. Ja, aber wie gesagt, der hat es groß gemacht. Was der Micha Vogt mit der Markttechnik ist, war der Joe Ross mit seinem Umkehrhaken. Dicke Bücher. Geil. Dicke Bücher, ja. Aber das ist, die Geschichte wird ja nicht neu erfunden, ne? Was Charles Dow Ende des letzten Jahrhunderts. Dow-Theorie ist genau, alles. Ende der 18. Jahrhundert. Genau, eine Suppe. Am Ende des Tages, wie gesagt, guck mal in den Tagesschart vom DAX, ob du da sowas raussehen kannst. Ross, die Sache mit einem Haken, ja genau, das ist wirklich, aber wer sich länger mit den Märkten beschäftigt, der ist genau über die Namen alle gestolpert, weil, Also, ein Ross-Haken in dem Sinne habe ich jetzt die Definition zugegebenermaßen nicht im Kopf. Ja, jeder hat seine eigene Facette, ja, also. Ich will noch mal kurz, ohne jetzt den Tageschart mir anzuschauen, aber ich will mal noch mal eine Sache zum gestrigen Tag sagen oder mal als den gestrigen Tag als Beispiel nehmen, um mal eine grundlegende Sache vielleicht noch mal zu versuchen zu erläutern, wie ich so ticke und welche generelle Denkweise sich über die letzten Jahre bei mir im Kopf wirklich verankert hat. Schaut mal, kein Mensch ist Hellseher. Kein Mensch weiß am Freitagabend oder auch am Montag früh, was der Markt macht. Diejenigen, die am frühen Morgen oder am Wochenende gesagt haben, Montag wird der Markt fallen, die sind für den Tag die Helden. Ja? Und diejenigen, die gesagt haben, der Markt wird steigen, die sind die Loser. Ja? Und dann wird eben teilweise, kann man das sehr gut beobachten, bei YouTube-Videos oder auch bei Analysen, früher war es ja eben immer noch geschrieben, ja, dass die Artikel, wo im Prinzip derjenige, der für den Tag, das ist dann Zufall, ja, weil man muss immer eine lange Betrachtungsweise sehen. Und wenn ich jetzt von meiner Seite ausgehe, dann habe ich Tage, wo ich wunderbar richtig liege mit meinen Analysen und sage, pass auf, der Markt wird steigen, das Ding steigt, das läuft genau an meine Widerstände, das Ding prallt genau an meine Unterstützung ab, alles wunderbar. Und es gibt Tage, wo ich natürlich
nicht so richtig liege. Und viele denken dann, ach, der ist nicht gut, der kann das Ding ja gar nicht, der hat ja alles falsch gesagt, ja. Und das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, viel wichtiger ist zum einen, dass ihr natürlich selbst es hinbekommt, eben eine Analyse zu starten. Da kann man natürlich sich einen Rosshaken angucken. Man kann sich vorsichtig, mit großer Vorsicht natürlich auch den einen oder anderen Indikator nehmen. Man kann eben sich nach Charttechnik richten. Man kann sich fundamental mit Anführungsstrichen natürlich danach richten, wobei ich immer den charttechnischen Faktor damit dazu nehmen würde, gerade im Daytrading. Aber man kann natürlich die verschiedensten Herangehensweisen haben. Schaut mal, ich habe gestern den Markt prinzipiell, die lange Analyse war, dass der Richtung 350 läuft, alles gut. Ich habe aber zwischendurch trotzdem zweimal und wollte es auch hier oben machen. Da habe ich durch ein Triggerkonzept den Markt hier dann eben nicht auf der Long-Seite genommen. Aber ich habe es nichtsdestotrotz an bestimmten Punkten auf der Long-Seite versucht. Und ich habe gestern, obwohl ich falsch lag, meine Analyse, also der Markt lief ja abwärts. Ich habe trotzdem, und das ist jetzt für der gestrige Tag, das kann ja auch ein bisschen schlechter laufen, aber ich habe trotzdem definitiv nicht viel verloren, obwohl ich eigentlich völlig falsch im Daytrading lag. Ich habe zweimal gekauft, obwohl der Markt gefallen ist, ja. Wichtig ist, dass ihr die Tage, die eben so laufen, wie man sich das vorstellt oder wie auch irgendjemand in einem Video sich das sagt, was man sich annimmt, dass ihr an diesen Tagen dann oder in der Summe dieser Tage, wo man irgendwo richtig liegt, dann auch entsprechend richtig performt, vernünftig performt. Und an den Tagen, wo das Ganze nicht so hinhaut, eben einfach, also einfach, ja, einfach nicht so viel verliert. Und da ist der Hase begraben. Da muss man schauen, dass man sich ein Konzept erarbeitet, um eben wirklich sein Risiko, primär sein Risiko zu reduzieren, sein Risiko zu kontrollieren. Dieser einfache Satz, der überall steht, den aber leider Gottes viele, und das merkt man in den Coachings, in Seminaren, in Gesprächen, eigentlich gar nicht so richtig in sich verankert haben. Die denken, ja, Stop setzen ist Risikokontrolle. Ja, aber das eben, einen Stop zu setzen oder auch ein Trade Management, was ich am Anfang natürlich mein Risiko damit irgendwo kontrolliere, dass das die Kernpunkte vom Trading sind, das haben viele eben noch nicht so richtig verstanden. Und da muss man sich Konzepte erarbeiten. Und dann ist es völlig egal, ob ich hier richtig oder falsch liege. Man merkt ja, ob man richtig oder falsch liegt. Und zwar einfach, weil ein Trade entweder gut läuft oder nicht so gut läuft. Ja? Und dann muss ich mich einfach langfristig anpassen. Und ob jetzt hier ein Kauf, ein einzelner Trade von im Monat vielleicht 100 oder 150 gut läuft oder schlecht läuft, das ist unterm Strich in Anführungsstrichen als Zufall zu betrachten, ja. Und man darf eben nicht diejenigen, die jetzt hier gestern, also man merkt das teilweise bei YouTube wirklich, wenn man da eben mit der Analyse nicht so gut läuft, dann sind die Aufrufzahlen nicht so hoch, dann kommt da auch mal ein negativer Daumen oder irgend sowas, ja. Und wenn man eben eine gute Analyse gemacht hat, gut und schlecht gibt es im Prinzip nicht, ja. Es gibt im Prinzip nur gut oder schlecht was draus gemacht, ja. Und von daher, ihr könnt auch eigene Analysen machen. Man muss nur eben daran glauben, dass ich eben meine Fähigkeiten und da hat man natürlich mit langer Erfahrung, die man eben irgendwann mit irgendeinem Business hat, stärkt man natürlich sein Selbstbewusstsein zu seinen Handlungen. Und da behaupte ich, dass ich eine ganze Menge davon habe, ja? Dass ich eben wirklich daran glaube, an das, was ich mache und was ich sage, weil es sich auch in den letzten Jahren eben zeigt, dass es eben auch funktioniert, dass ich eben hier dann auch das umsetzen kann. Und das muss man dann auch hinbekommen, ne? Nicht nur die Analyse, das sind vielleicht 15 oder 20% des eigentlichen Prozesses. Ja, klar mache ich mir Gedanken, aber ich weiß auch, dass da der Gedanke, den ich mir mache, der kann gut gehen und der kann schief gehen. Ja? Aber so eine Portion Marktgefühl kommt dann natürlich noch mit dazu, wo ich dann zu meiner Analyse dann auch noch sage, okay, das Setup gefällt mir jetzt nicht so. Und wir hatten ja hier als erstmal einzige Option, hier vielleicht so einen Ausbruch zu handeln, um hier in Richtung 450 zu handeln. Ich hatte dann auch gesagt, Mensch, es ist wahrscheinlich, dass der hier vielleicht unterm Strich dahin läuft, aber so unsauber und mir damit eben wahrscheinlich die Suppe eh versalzt, weil ich hier irgendwann dann zwischendurch dann mal rausfliege oder der Markt eben eigentlich in meinen Zielbereich dann vielleicht rutscht, wo ich dann wirklich gerne kaufen wollen würde.
Und da muss man dann eben auch die Ruhe so ein bisschen finden. Aber selbst wenn man jetzt hier eben gekauft hat, ja, den Stop vielleicht hier drunter hat, dann vielleicht jetzt hier mal irgendwo ausgeht, dann ist ja Hopfen und Malz für diese Situation auch noch nicht verloren. Ja, dann läuft er da nach oben, hat man zwar nicht diesen Hyper-Trade, den man auch manchmal benötigt, aber es ist ja dann trotzdem, kann es ja noch irgendwo aufgehen. Und oft ist es so, dass so eine Trades, man hat wenigstens was zu tun. Und wenn man in einem Trade drin ist, beobachtet man den Markt mit ganz anderen Augen, als wenn man eben nur so davor sitzt, ja. Und somit sind manche Trades, die vielleicht dann auch wirklich nicht so schön laufen, trotzdem bringen sie einem was Gutes, weil man irgendwo das Marktgefühl so ein bisschen schärft dadurch. So, dann mache ich auch erstmal wieder Schluss mit meiner Predigt, ja. Nein, das jetzt mal zu den Punkten, eventuell eben auch Rosshaken oder irgendwelche anderen Herangehensweisen. Ich finde viele Sachen gut, weil sie eben einfach gehalten sind, weil sie schnell zu erkennen sind und nicht sehr, sehr kompliziert sind. Also da gibt es viele gute Herangehensweisen. Auch eine Fuzzy-Vektor-Logik ist im Endeffekt ja leicht zu erklären. Ja, wenn eben in der Vergangenheit die statistischen Werte zeigen, dass eben heute der 20.2. prinzipiell sehr, sehr oft aufwärts ging, ja, dann kann es natürlich sein, dass die Statistik dann auch für einen spricht und es heute auch wirklich aufwärts geht. Das kann aber genauso schief gehen, ne? Und von daher, wie gesagt, es ist im Endeffekt wichtig, was man draus macht. Genau, Und Markus. ich habe genauso meine Long-Analyse wie die Fuzzy-Vektor-Logik und habe hier bestimmte Ziele und handle ja oder suche ja genauso nach Setups jetzt den Markt zu kaufen. Aber das ist genau richtig, dass du sagst, ich meine, Fuzzy-Logik, ich fand es halt, ich kenne das Ding jetzt schon seit mittlerweile wirklich 7 Jahren oder so und da gab es auch schöne, ich habe es auch selber, das ist auch ein Punkt, wo ich dich noch kurz frage, bevor du dann das Boot erstmal für einen kleinen Abstecher verlässt. Wie gesagt, heute Nachmittag gleich Zwischeninfo 14:15 geht es dann weiter, selber Link, gleiche Einwahl, da sind wir dann am Nachmittag nochmal zugegen, da wird dann der Markus noch ein Stück weit mehr stemmen, weil ich mich dann nochmal terminlich verabschieden muss, frühzeitiger, aber nichtsdestotrotz. Egal, was ihr nutzt, wie gesagt, wichtig ist dann eine Handlungssicherheit zu bekommen und auch einen Erwartungswert an eure Setups zu haben. Ja, ich meine, ihr wisst es auch, ich bin Fan von dem Rainbow Trading. Ja, das war im letzten Jahr auch, sage ich mal, gar nicht so produktiv, weil wir kaum Trendphasen an den Märkten hatten. Jetzt aktuell mit den Richtungen 100 Pips plus oder 90 Pips, da geht ein bisschen was. Ich werde nachher auch den Euro-Dollar mal im Rainbow-Chart zeigen. Ganz tolle Geschichte. Letztlich muss man einfach ein gewisses Vertrauen in das haben, was man eben tut, das hat der Markus in par excellence ausgedrückt, und da muss man sich auch dran orientieren und auch einen gewissen Skillfaktor haben und auch einen Erwartungswert an sein System. Das haben halt auch die wenigsten. Ja. Da wird eben mal von dem Breakout-System plötzlich auf eine Trendfolge gewechselt, dann wird wieder dies gemacht, dann funktioniert das 5 Tage lang. Das hat natürlich alles keinen Mehrwert. Neben dem, dass es Einstiege viele gibt, ist es eben wichtig, dass man eben auch weiß, mit solchen Trades umzugehen. Ja, auch natürlich psychologisch. Und da muss man sich wirklich so einen Baukasten, sag ich mal, erstmal erarbeiten und bauen, weil ich meine, Trading ist jetzt hier wirklich eine der Disziplinen, die viel Zeit brauchen und natürlich gerade auch an die Psyche gehen, wo man einfach sagt, puh, da muss man auch ich sag mal, wie du auch vorhin beiläufig erwähnt hast, der Markt sagt dir relativ schnell, ob du richtig oder falsch liegst. Und da gilt es, und das hat wahrscheinlich jeder mal durchgemacht, wenn man jetzt nicht sein Risiko begrenzt oder bemisst oder überhaupt erstmal ins Kalkül zieht, ja, dann ist man dann auf Teufelsschneide, wenn es dann eben gegen einen läuft und man keine Handlungssicherheit, wie man dann bei sowas verfährt. Und das muss man einfach aufbauen. Da muss man sich einfach wirklich eine Handlungssicherheit erarbeiten und das braucht Zeit. Und welche Tools man da benutzt, ja, ob das Indikatoren sind, von denen ich jetzt übergeordnet auch nicht viel halte, weil die Price Action ist das Elementare, oder irgendwelche statistischen Kennzahlen. Am Ende musst du das richtige Korsett haben, was du dann draufsetzt, mit dem du auch klarkommst. Da ist auch die Auswahl des Timeframes wichtig. Es gibt viele Leute, die können keine Position über Nacht halten. Die wachen dann in der Nacht um 3 Uhr schweißgebadet auf und wollen unbedingt sehen, wo der Preis steht, wenn sie jetzt Forex über 24 Stunden handeln, oder was auch immer. Das ist natürlich dann auch nicht gerade das, was der Mensch dann machen sollte, ja, an der Stelle. Aber ansonsten erscheint eine Frage vom Werner. Vielleicht kannst du es kurz zeigen, Markus, webtechnisch. Und zwar erscheint eine tägliche DAX-Analyse auf YouTube von Markus. Wenn ja, um welche Uhrzeit? Kannst du kurz was zu sagen und vielleicht mal den YouTube-Channel einstreuen, wo du ja live, wo unser Livestream läuft, Schrägstrich, wo aber auch sozusagen alles abgelegt wird, Schrägstrich auch in den Desktop dann an der Stelle vielleicht nochmal, bevor du dann später eh die Kamera, besser gesagt, den Bildschirm rüberziehst, dann kann ich es dem Werner auch nochmal Ich guck zeigen. mal, ich öffne noch mal kurz hier den. Also Browser. es gibt zwei Varianten. Moment.
Quatsch, das wollte ich nicht. Ich zeige es mal, Moment, ich brauche, muss zur. Kein Problem. Ich kann es ansonsten nachher auch zeigen, wenn du jetzt gerade beim DAX was Interessantes hast. Wir haben übrigens so 11 Uhr heute, also jetzt in einer guten Stunde. Da ist der Markus dann schon nicht mehr da. Da wissen wir dann im Anschluss mehr. Wir haben heute ja hier den ZEW Konjunkturerwartungsindex. Ja, darf man eigentlich von ausgehen, dass zumindest auch Euro, Dollar und DAX ein Stück weit schnipsen. Mal mehr, mal weniger. Vielleicht passiert heute ein bisschen was. Es wird eine leicht schwächere Prognose erwartet. Wenn sie besser reinkommt, kann vielleicht Bewegung kommen. Also 11 Uhr, also eine Stunde und 10 Minuten knapp, wird hier ein Stück weit Volatilität uns beherrschen, weil jetzt aktuell der DAX ja doch schon langweilig ist. Aber da sehen wir schon das Bild. Genau, also es gibt ja zum einen hier bei JFD Brokers, wo ich jeden Morgen, heute mal per Ausnahme haben wir das ja hier im Webinar gemacht, aber normalerweise so um 8:50 Uhr hat sich das jetzt in den letzten 1,5 Wochen so eingepegelt. Am Anfang haben wir so ein bisschen probiert, ob es Sinn macht, vielleicht kurz nach 9 oder eben schon um 8:30 Uhr. 8:50 Uhr starte ich da Pi mal Daumen immer mit dem DAX Long oder Short. Das ist dann hier so ein Mix aus Analyse und vielleicht auch schon dem einen oder anderen Setup hier mal so zu formulieren, so ähnlich wie wir das im Prinzip heute hier ein bisschen ausführlicher im Webinar machen. Und dann habe ich auf meinem eigenen Kanal, das ist dann Mega mit 2 E, Mega Trading oder Markus Klebe, einfach mal googeln, da kommt ein Kanal, da stelle ich zum Abend immer noch mal so einen Ausblick auf den DAX online und auch am Wochenende, aber eben auf beiden Kanälen kommt zum DAX eine ganze Menge, ja. Und hier dann auch am Wochenende, wer sich das noch mal angucken möchte, hier habe ich so eine Trading-Wochenanalyse, KW8, das ist jetzt die aktuelle Woche. Das geht dann immer so 40 bis 50 Minuten, wo ich mir natürlich dann auch Märkte angucke, wie den S&P, den Dow Jones, Euro, US-Dollar, britischen Pfund, Gold, die Öle und das eben alles so immer so um die 10 Minuten durchschnittlich betrachte auf den etwas größeren Zeitfenstern, wo ich mir für die Woche so die groben Marken und die groben Richtungsparameter so festlege. Da hat man eine ganze Menge Stoff, was man sich so angucken kann. Und ja, das jetzt mal dazu zu dieser Geschichte. Hast du Ja. vollkommen recht. Ich stelle den Link von unserem Channel mal mit rein in den Chat gleich, damit die Genau, Leute gleich wissen. Da kann, wie gesagt, folgt uns da, den bauen wir auch aus, den Channel, und bauen auch immer genau, da ist unten. noch einiges geplant, genau Genau, richtig. den werden wir noch ein bisschen übersichtlicher gestalten. Noch ein bisschen, wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt funktioniert es auch, ihr wisst das, im Zeitalter der Social Medias ist man da jetzt auch mehr und mehr sozusagen auch natürlich digital unterwegs mit Videos, und das bauen wir jetzt auch sukzessive auf. Da haben wir auch ein schönes Repertoire und jetzt gehört das ein bisschen organisiert. Eine Frage von Peter, ich meine, die hast du vorhin schon gestellt, sorry, Peter. Und zwar, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Markus, einer kompletten V-Umkehr in den oder bei den US-Indizes? Ja, also richtig schönes V-Reversal nach dem Motto, jetzt kommt es doch anders als vielleicht von vielen gedacht. Wie gesagt, also ich sag mal gut, du meinst, es ist ja sowas, ist ja gedacht nur auf höherer Zeitebene, ne? Dass man im Prinzip hier diese starke gesamte Abwärtsbewegung halt als eine Bewegung dieses Vs sieht, ja. Und im Prinzip genau, jetzt sind wir allerdings schon ein bisschen langsamer, dass das Ding jetzt hier wirklich mit Karacho wieder nach oben feuert. Das ist eine Geschichte, worüber ich mir persönlich gar keine Gedanken mache. Ob jetzt hier irgendwie, also ich bin ja Daytrader, teilweise Swingtrader. Also Swingtrader bedeutet für mich allerdings, dass ich Positionen, heute haben wir jetzt, nee Quatsch, heute haben wir gar nicht Freitag, heute ist Dienstag, ne? Jetzt muss ich erst mal Ja, überlegen. in der Tat, Ich in der wäre, ich Tat. war jetzt schon fast wieder am Wochenende, nein. Dass ich natürlich Anfang der Woche dann auch Swingtrading-Idee teilweise aufbaue, wenn sie passen. Manchmal halte ich die auch übers Wochenende, aber eigentlich möchte ich Positionen übers Wochenende nicht in meinem Portfolio haben, auch hier gerade in den Währungen und so. Ja. Also ich mache mir jetzt über so eine Umkehr keine Gedanken. Somit habe ich hier, und das kann auch keiner prozentual ausdrücken, und der, der es macht, das ist auch nur eine vage Vermutung. Man kann das hier nicht, ich habe es ja auch vorher in dieser Analyse gesagt, man kann sowas nicht in Prozenten ausdrücken. Was soll man jetzt sagen? In 52,78% kommt hier eine V-Umkehr oder sowas. Das Es gibt bringt einen ja auch nicht weiter. Algorithmen, die machen das aber, ne? Die machen Ja, genau aber das. die machen das, aber das haut auf lange Sicht auch nicht zu 80% hin. Es Ne? gibt immer Über den kurze Mittelwert. Zeitfenster kriegt das. Ne? Ich kann natürlich, wenn ich hier über 3 Tage eben dann, klar, wenn dieses Ding
abwärts geht, dann analysiere ich auch abwärts. Da kann ich natürlich auf kurzen Zeitfenstern wirklich auch mal mehrere Tage hintereinander völlig richtig liegen, ne? Aber egal, ob es irgendein Computer ist oder ob es irgendein Mensch ist, der irgendeine Analyse oder irgendeine Berechnung macht, es wird auf lange Sicht, auf den Long Run, nichts geben, was 80% oder 75% richtig liegt. Sowas gibt es nicht. Und davon muss man sich, ich musste mich davon auch lange überzeugen lassen. Ich habe dann auch, also anfänglich habe ich natürlich auch nach sowas gesucht. Klar, Ja, klar. man Wenn versucht Sicherheit zu ich will finden. was haben, richtig, man möchte Sicherheit, man möchte irgendeinen Genau, Indikator, irgendeine richtig. Strategie, irgendeinen Guru Richtig. haben, der einen an die Hand nimmt und sagt, pass auf, hier kaufst du, hier verkaufst du, vielleicht verlierst du mal einen von 20 Trades, aber der Rest geht alles gut. So, das möchte man natürlich eigentlich haben. Und es ist nicht die schönste Vorstellung, wenn einem jemand sagt, pass mal auf, sowas gibt es nicht. Ja? Ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit in einem Bereich automatische Handelssysteme geschrieben. Ja, Hört, 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 hört. Sensitivitätsanalyse eines quantitativen Meine Güte. Handelssystems auf die 50 Euro-Stocks-Aktien. So, den haben wir So heute zu hieß der, Gast, die den Herrn Überschrift, Kleber. ja, Sehr die, gut. so hieß die Überschrift Wow. meiner Diplomarbeit. Das So. ist schon mal geil. Und der Hintergedanke, ich darf nicht zu viele Informationen preisgeben, erst recht keine Namen, weil da habe ich ein striktes Verbot bekommen, direkt nach dem Fertigschreiben meiner Diplomarbeit. Im Endeffekt war es so, dass jemand einfach eine Kiste voller Indikatoren genommen hat, hat den Computer, hat sich einen tollen Computer gekauft mit ordentlicher Rechenleistung und hat jetzt den Computer einfach rechnen lassen. Ja, der hat dann immer schön aus der Kiste ein paar Indikatoren in den Rechenalgorithmus geschickt und dann hat der Computer einfach irgendwo Setups ausgespuckt, die funktioniert haben. Ja, mit tollen Wahrscheinlichkeiten, wie das hingehauen hat, tollen Trefferquoten, alles super. So, dann hat er gesagt, okay, ich weiß, dass das jetzt natürlich irgendwo per Zufall entsteht und dass eben diese Ergebnisse ja wahrscheinlich nicht so gut sind. Aber hat er gesagt, ich bin ja schlau, wenn ich jetzt einen Forward-Test, also nochmals diesen ganzen System, ich habe jetzt sage ich mal 100 tolle Einstellungen, also 100 tolle Systeme, und jetzt nehme ich diese 100 tollen Systeme und gebe dem System nochmals Daten, und wenn sie sich dann behauptet haben, dann ist es das perfekte System. Das ist aber falsch gewesen, also diese Herangehensweise ist falsch, weil das ja dann auch nur wiederum ein Zufall ist, wenn ich dann von diesen 100 Systemen nochmal Dreier habe, die irgendwie dann auch noch zufällig gut performt haben, heißt das ja immer noch nicht, dass die in der Zukunft dann gut performen. Das habe ich dann in der Diplomarbeit von, weiß ich nicht mehr, 150 oder 200 Seiten ausgearbeitet und habe ihm das erklärt, statistisch und so weiter, dass das nicht funktionieren kann. Wie gesagt, habe sofort Verbot bekommen. Und das hat nicht lange gedauert, ist eben seine Unternehmung, und da hat richtig Geld auch dahinter gesteckt, jämmerlich den Bach runtergegangen. Ne? So, weil man sich eben, und das gibt es nicht nur im Retail-Bereich, also nicht nur, das darf man sich immer nicht so vorstellen, dass alle Fondsmanager und alle Vermögensverwalter, die das alle können, ich war ja auch eine Zeit lang in New York und habe da eben viel über die Schulter von Händlern, sei es kleinere Händler, Hedgefondsmanager, die eben auch hauptsächlich so im Trading-Bereich, ein bisschen langfristiger teilweise auch, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ja? Und die es wirklich können, die verlieren genauso und haben Tage, die nicht so gut laufen, aber die können alle ihr Risiko kontrollieren. Ja, was anderes machen die auch nicht. So, und es gibt viele, die bauen, das wusste ich damals natürlich auch noch nicht so im Detail, die machen da richtig Mist und die fahren auch richtig Geld in den Sand da. Ne? So, also wenn man eben sich mit dem Trading beschäftigt, dann muss man sich eben sagen, da ist kein Mensch vollkommen. Risiko kontrollieren und alles so ein bisschen eben vernünftig machen, und dann funktioniert das dann schon. Ist ja so mal einfacher gesagt als Ja, das ist, wenn es so einfach wäre. Ne? Aber ich gebe dir recht, dass die Gefahr der Geschichte ist auch immer die Überoptimierung. Ja? Gerade mit den ja, Forward-Tests, das sowieso, das das ist war ganz ganz gefährlich. klar so, ja. Das ist immer der Fall. Wir wissen, also ich meine, LTCM, der Hedgefonds 1997, das waren Diplom- und Professoren, Mathematiker, Physiker. Ja? Die haben gedacht, die haben den Stein der Weisen gefunden und die haben auch richtig Rendite gemacht und Millionen, Milliarden eingesammelt und am Ende haben sie fast eine der größten Finanzkrisen zur damaligen Zeit hervorgerufen, weil eben der Hedgefonds so in Schieflage geraten ist, wie es denn nur noch nöcher sein kann. Ich meine, die ganz großen Hedgefonds, ich meine, BlackRock als große Vermögensverwaltung, die sie ja längst schon nicht mehr sind, die sind ja schon ein Unternehmen der ganz anderen Natur, oder Citadel, die ganz großen Hedgefonds. Was meinen Sie, wie viele Atomphysiker da sitzen und den Heiligen Gral suchen, um da irgendwo eine Orientierung zu finden, aber jeder,
der Profis ist sich dessen bewusst, dass es im Prinzip eine gewisse Chaostheorie ist, die da vorherrscht. Und du kannst im Prinzip zwar statistisch versuchen, viel einzurahmen, aber am Ende des Tages kann es eben doch anders kommen. Und da ist genau der Punkt. Das Einzige, was man machen kann, ist hier sein Risiko zu kontrollieren. Und beim DAX, ich meine, die Prognose, die Tendenz, ärgerst du dich da jetzt ein Stück weit? Ich meine, du hast ja schon vorausgesehen, dass es, wenn er jetzt, sage ich mal, nach oben spuckt, sozusagen, dann auch hier Fahrt und Dynamik aufnimmt. Jetzt zieht er hier in Richtung 12.510, ist ja so ein bisschen das Tagesziel von heute. Wir werden mal sehen, ob wir das am Nachmittag oder jetzt dann 11 Uhr, wenn der ZDW-Konjunkturindikator rauskommt oder wann auch immer im Laufe des Tages, ob wir das noch sehen. Gibt es da so einen Ärger nach dem Motto verpasste Chance? Weil gerade wenn du im Intraday-Bereich unterwegs bist, ich kenne das noch aus früheren Zeiten, wo ich im 5-Minuten-Chart aktiv war, das ist manchmal schon dann ärgerlich, wenn du genau die 15 Minuten verpasst, aus welchen Gründen auch immer, wo das Setup an Fahrt gewinnt. Wie ist es dabei dir? Ich meine, es ist ja auch entscheidend, dass du die Running-Gimmicks dann mitnimmst, wenn es eben ein Setup gibt. Ne? Wenn du sagst, du bist im M5 unterwegs, muss man ja theoretisch auch das M5-Close jedes Mal covern, um dann eben auch zu wissen, gehe ich jetzt rein in den Markt oder nicht. Und ich meine, wie machst du das so psychologisch, wenn du dann eben so eine Chance verpasst? Ich meine, jetzt philosophieren wir hier ein Stück weit über Märkte und generelle Herangehensweisen und das Setup von dir, dass der DAX ja zulegen kann, jetzt ohne den eigentlich favorisierten Rücksetzer bislang, aber er läuft ja schön nach oben. Genau, also ich hatte zwischendurch jetzt hier mal, habt ihr gesehen, ich habe hier auch mal mit der Maus so ein bisschen geguckt, ich hatte hier unten nochmal den Gedanken, mit dem Test dieses Hochs den Markt zu kaufen. Mhm. Hätte hier unten auch schon nicht so ein schlechtes Stop-Niveau gehabt, hatte ich dann mal kurz geguckt, passt hin, wenn er dann erstmal wenigstens an die 450 läuft. Da jetzt aber quasi in 3 Minuten los muss und diesen Trade dann eben nicht betreuen kann, gerade am Anfang nicht betreuen kann, mache ich nicht. Eine Überlegung war es, aber ich ärgere mich über diese kleinen Sachen gar wirklich nicht mehr. Mhm. Ja, weil davon kriegt man XYZ-Situationen. Ich ärgere mich auch definitiv nicht über gestern, weil ich habe ja nichts falsch gemacht, dass ich in dieser Abwärtsphase hier gekauft habe und nicht verkauft habe. Das ist auch definitiv nichts, worüber ich mich ärgere. Ich ärgere mich, also es gibt schon Situationen, wo ich noch so, naja, ärgern ist vielleicht das falsche Wort, wo ich so ein schlechtes Gefühl habe. Ist ja nur menschlich. Halt manchmal. Ist ja auch nur menschlich. Das kommt, genau, das kommt schon manchmal. Vielleicht sind es auch so eine Sachen, die einen manchmal ärgern, wo man dann einfach merkt, dass gerade so ein bisschen das Selbstbewusstsein kurzfristiger Natur kippt. Wo ich denke, ach Mensch, jetzt war das schon wieder nicht so gut. Das ist einfach dann, das kommt manchmal so. Wichtig ist dann wiederum, sich zu kennen und zu wissen, was macht man dagegen, um dann wieder eben vom Kopf her fit zu werden. Für mich ist dann ein einfaches Rezept, dass ich einfach vom Rechner erstmal weggehe. Ja? Manchmal eben auch wirklich für den kompletten restlichen Tag. Weil meistens ist es so, und bei mir ist es so, dass ich wirklich, nachdem ich geschlafen habe, wieder komplett da bin. Und wenn ich dann eben wirklich, ja, es ist Gott sei Dank nicht mehr ganz so oft. Und wie gesagt, sowas, das, auch wenn ich hier live stehe, das ärgert mich nichts und das stört mich auch nicht. Und selbst wenn ich hier am Tag 5-mal ein falsches Setup ansage, ist mir das völlig Schnuppe. Und wenn dann noch 5 Leute im Chart schreiben, Mensch, der Klebe, der kann gar nichts, dann fängt es vielleicht langsam an, wo ich denke, naja, gut, okay. Aber ich weiß eigentlich, dass ich eben schon weiß, wie man es macht und dass es funktioniert. So, und das sage ich mir dann auch immer wieder und ich weiß auch, und das ist auch einer meiner Leitsprüche, der nächste Bus kommt bestimmt, selbst wenn ich einen verpasse. Ja, das ist einfach so. Gerade im Daytrading habe ich natürlich eben diverse Chancen, immer mal wieder was zu machen und nicht, dass ich mich nie ärgere, das definitiv nicht, aber ich ärgere mich nicht mehr so oft. Ja, das ist ja schon mal eine gesunde Einstellung. Hast du auch recht, das muss man auch mitnehmen und ich meine, klar, das ist ja nur menschlich, aber am Ende hast das ja auch ausgedrückt, aber da musst du eben auch deinen Weg, sage ich mal, persönlicher Natur finden, wie du dann mit sowas eben umgehst. Ne? Aber ich meine, klar, das ist eben das, der Spiegel wird dir direkt vorgehalten, wenn du richtig und falsch liegst und da hilft auch kein Wegrennen, weil deine Equity zeigt dir relativ genau, was für einen Lauf du gerade hast. Ne? Und da hast du auch so richtig gesagt, wenn du nicht sicher bist beim Setup, machst du die Positionsgröße kleiner, wenn meinetwegen ein Drawdown entsteht oder du gerade psychologisch eben nicht so auf der Höhe bist, tradest du gar nicht oder gehst dann auch mal vom Markt weg oder handelst eben dann virtuell oder wie auch immer. Das sind natürlich Sachen, da muss man eben auch Wege finden, wie man mit solchen Situationen dann umgeht. Und insofern ja auf jeden Fall gut. Aber, Markus, ich weiß, dir drückt der Schuh des Termins im Nacken. Genau, sozusagen. Ich mache mich jetzt erstmal vom Acker. Vom Acker. Wir sind ja im wahrsten Sinne des Wortes, ich wohne ja direkt wirklich am Acker, hier auf dem Dorf. Ja, ja. Und 14.15 Uhr
wie der Chris gesagt hat, bin ich dann natürlich mit dem Chris zusammen wieder am Start. Du machst jetzt noch ein bisschen weiter, ne? Ein Richtig, paar richtig. Minuten und dann bin ich nachher dann natürlich wieder dabei und da gucken wir mal. Ich denke, hier wird schon zum Nachmittag heute auch noch ein bisschen was passieren, wo wir auch noch mal das ein oder andere Setup machen können. Gold war jetzt gerade noch mal, um ganz kurz Na abzuschließen, klar. da hatte ich noch mal drauf geschaut. Also hier kann man noch mal drauf gucken. Wir hatten gestern durch diesen Feiertag in Amerika hier wirklich eine ewige Seitwärtszone. Der Ausbruch kam hier in der Nacht nach unten, was definitiv interessant gewesen wäre, aber sowas handle ich dann logischerweise auch nicht. Jetzt ist der Markt hier in dem nächsten und wichtigen Unterstützungsbereich 13,35. Habe ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder genannt. Absolut. Hier unten, wenn der nochmal runterrutscht, dann wäre hier, auch wenn ich dann jetzt vielleicht von meinem Termin wieder weg bin, vielleicht noch vor dem Webinar, ich würde hier unten gucken, den Markt zu kaufen. Das jetzt nur fürs Gold mal. Ja. Den Gold schaue ich mir auch gleich an. Ist ein sehr interessantes Thema, weil ich meine, ich bin zwar Short für Euro-Dollar, Gold läuft aber genau auf so ein Level zu. Ich hatte Gold auch unlängst mal beim Radar analysiert, auch mit einem Ausbruch, mit der genau der Idee, dass Gold eben jetzt dann rauszieht, in Richtung der letzten Hochs. Und jetzt sehen wir ja da oben hier bei 1357, 1360 war schon wieder Schluss. Und das ist eigentlich ein Spiegelbild beim Euro-Dollar. Und wir wissen ja alle, wenn der Dollar schwach ist, dann ist auch Euro stark und Gold genauso und umgekehrt. Jetzt sehen wir eine Stärke beim Dollar und was sehen wir beim Goldpreis? Der kippt nach unten. Insofern, den nehmen wir uns gleich mal vor. Ansonsten, Markus, danke für deine Alles Zeit. klar. Wir sehen uns 14:15 Gerne. wieder. Ich ziehe mir den Bis Bildschirm noch mal später. rüber und dann mache ich direkt weiter. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Aktivität wieder an der Seite. Ja, das kann man ja gar nicht anders Gerne. sagen. Bis Markus, später. bis bald. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Jo, tschüss. So. Dann ist der Bildschirm wieder zu sehen von mir. Short. Ja, Carsten, genau. Also Long, ja, Intraday. Also wie gesagt, das hängt ja auch immer daran oder davon ab, welche Timeframes du jetzt im Fokus hast. Also mein Short ist auf Daily-Basis aktiviert beim Euro-Dollar und da die Idee, dass wir eben hier durchaus noch ein Stück weit durchsacken. Nochmal, wie gesagt, jetzt hat sich der Markus verabschiedet. Wir gehen jetzt so ein Stück weit mal in den Rohstoff- und Währungsmarkt mal für die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf jeden Fall. Vielleicht warten wir noch bis 11 Uhr den ZDW Konjunkturindex ab. Ihr könnt, wie gesagt, hier reinfeuern, wenn ihr da Anregungen habt. Vielleicht den ein oder anderen Intraday Chart bzw. Underlying. Ansonsten gehe ich natürlich mal durch, was für Ideen ich hier bei dem ein oder anderen Währungspaar habe, Schrägstrich hatte. Oder jetzt eben auch zu Gold. Gold haben wir jetzt hier direkt mal im Fokus. Schauen wir uns gleich mal an. Also Gold, das war hier die Annahme des letzten Radars. Ich muss jetzt mal schauen, wann haben wir hier Gold gecovert. Gold erreicht wichtige Unterstützung. Genau, das war am 9.2. Eben hier mit der Annahme, das seht ihr den damaligen Chart, dass wir hier sozusagen in diesem Abwärtsimpuls, genau hier, und das war die Marke von 1310 plus 1312, sozusagen einen Boden finden. Und genau dies ist der blaue Tendenzfall von damals. Und das ist immer das, schön, wenn es so kommt. Aber man arbeitet immer, wie gesagt, mit Chance-Risikoparametern. Und das hat auch der Bernd, der heute auch zu Gast ist. Im Übrigen, Fuchs Bernd ist auch wieder zugegen. Sehr schön analysiert, dass man natürlich immer auch mit den Chance-Risikoparametern hier sozusagen ins Kalkül gehen muss. Und interessant eben da, dass der Goldpreis hier eben ein schönes Setting aufwarf. Und auch wenn er jetzt hier direkt ausgebrochen ist am 14. hier zum Valentinstag, hier nach oben rausgelaufen ist, hätte ich mir hier noch einen kleinen Rücklauf erwartet und dann den Ausbruch, wie dem auch sei. Es wurde zunächst erfüllt, das Szenario. Und jetzt laufen wir eben auf das Level zu, wo Markus schon sagte, hier so 1330, 1335. Das könnte spannend werden für ein Long-Setup. Obgleich eben, und das ist auch, was Marcel gerade schreibt, ich bin auch Neuseeland-Dollar, US-Dollar Short eingestellt, das zeige ich euch auch. Allerdings jetzt hier nicht im Intraday-Bereich. Ja, ich meine, das kann jetzt alles nochmal ein Stück nach oben schnippen. Wie gesagt, ich erkläre euch da mal die Ideen zu dem Setup, was ich da sozusagen anvisiert habe. Und schlussendlich kann es auch alles ganz anders kommen. Carsten, die Frage wäre eben, in welchem Timeframe du Long Euro-Dollar bist. Wir sind jetzt gerade unter das Vortagestief gefallen. Der eiert so ein bisschen rum. Was haben wir gerade? 66 Pips abgespult. Das heißt, da kann noch ein bisschen was gehen. Ich zeige euch einfach mal den Euro-Dollar jetzt mal hier im 5-Minuten-Chart. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. So, da haben wir den. Mal in Rainbow-Montur. Ja, das hat der ein oder andere wahrscheinlich schon lange nicht mehr gesehen. Einen schönen Rainbow-Chart. Die Martha ist ja nicht mehr so aktiv. Wir haben ja auf verschiedenen Timeframes auf jeden Fall einen negativen Rainbow. Also, das heißt, ich
aus dem Rainbow Skills heraus, suche hier in dieser Trendbewegung trendfolgend Short-Einstiege. Wir haben hier die Asia-Range, die heute Morgen schon aufgebrochen wurde. Hier ist das Vortagestief, da sind wir vorhin sehr dynamisch durchgelaufen. Und jede Erholung, die Euro-Dollar jetzt tätigt, ist in meinen Augen eigentlich ein Short-Setting mit dem Ziel, dass wir hier in Richtung der durchschnittlichen Schwankungsbreite laufen. Die ist hier bei 1,2320. Das heißt im Schnitt, wir hatten es ja vorhin auch mit Markus, 90 Pips bewegt sich das Ganze gegenwärtig auf der Average Daily Range 10, wohl bemerkt. Ja, also wir haben hier halt praktisch 90 Pips zu erwarten in der Spanne der letzten 10 Tage im Durchschnitt. Heute, wir sehen es hier, 66 gelaufen. Also kann noch ein bisschen was kommen. Das wäre dann praktisch hier der Touchdown nach unten, wenn es denn kommt. Das heißt, ich würde einfach mal auch hier unter Rainbow-Gesichtspunkten jetzt mal abwarten wollen, was er tut. Das war im Prinzip ja auch schon ein schönes Szenario hier mit dieser Kerze um 9.40 Uhr. Müssen wir, wie gesagt, eine Stunde draufrechnen. GMT, an dieser Stelle gab es hier nochmal so ein Pullback an das Vortagestief und hier gab es auch so ein kleines Short-Signal mit diesem rosafarbenen Punkten sozusagen. Das ist eine Art Stoppsetzungsindikator, der sich hier aus einer ATR, aus einer Parabolik und verschiedenen anderen Sachen zusammensetzt. Letztlich einfach einen Impulsgeber, wo man theoretisch einen Stopp setzen könnte, wenn man hier einen Short startet. De facto ist es aber so, dass um das Rainbow-Prinzip dieses Features jetzt mal sozusagen anzureißen, abzuschöpfen, würde für mich erst interessant sein, wenn die Candle hier rot wird. Das heißt, entweder baut er jetzt hier mit neuen Tiefs eine rote Candle auf oder er kommt hier nochmal rein und bildet eben hier sozusagen aus diesen khakifarbenen Kerzen dann nochmal eine rote, dann wäre das für mich in diesen negativen Rainbow herein eine mögliche Short-Sequenz. Hätte man denn hier sozusagen dieses Tief der Kerze gekauft oder dieses Tief, wäre der Stopp jetzt praktisch empfehlenswerterweise hier gewesen bei 1,23,651. Das wäre jetzt schon eine knappe Kiste, Trade aber immer noch am Laufen. Wir sind hier ja, wie gesagt, im Core-Spread-Bereich eng dabei. Das heißt, selbst mit diesem Hoch hier bei 1,23,64,3 ist der noch nicht gefüllt worden hier oben. Aber es ist, wie gesagt, noch nicht so ein sauberes Setup, wie ich es mir gerne wünschen würde. Das heißt, wir warten mal ab, was Euro-Dollar hier die nächsten 10, 20, 30 Minuten macht. Wenn er hier theoretisch eine Umkehr bildet, also beim Vortagestief, und das haben wir hier bei 1,23,69, ja, das sehen wir mal hier auf den Stundenchart ganz gut. Oder mal 15-Minuten-Chart, sieht man es noch besser. So, hier ist das Vortagestief getriggert, ja, und da hat er praktisch am gestrigen Handelstag sein Tief ausgebildet und da ist er heute durchgelaufen, ja, und da sehen wir natürlich, dass der Markt jetzt in dieser Situation ein Stück weit am Orientieren ist, ja, also jetzt nicht direkt weiter durchgefallen, sondern dann letztlich in einer Seitwärtsphase. Ich kann mir aber vorstellen, dass er eben jetzt hier so ein bisschen sich eben entlang hangelt, beim ZDW-Indikator vielleicht nach oben spuckt. Ich wäre aber immer noch präferiert für ein Short-Setup, ja, um eben einfach zu sagen, okay, die Trendrichtung ist ja relativ interessant. Hier hat auch der Rainbow im M15 negativ gespinnt. Sieht also in Summe ganz gut aus. Was heute leider nicht passt oder was ich nicht habe, ist eben die FTSE-Vektorlogik. Es wäre schön, wenn ich da jetzt einen statistischen Vorteil noch sehen würde. Und das ist ja das, was ich immer gern spiele. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben solche statistischen Rahmendaten, an denen wir uns entlanghangeln. Und wenn ich dann eine Trendbewegung im gleichen Stil sehe, dann gefällt mir das immer recht gut. Und das ist einfach etwas, wo ich erwarte, dass die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite liegt und nichts anderes ist es. Wir haben aber heute vom Wochentag her, jetzt sehe ich hier gerade den Bug, der aktuelle Handelswoche ist ja noch gar nicht gefüllt, sehe ich gerade, aber der Dienstag nicht einer der bullischsten Tage. Wir sehen auch eher zum Wochenauftakt Euro-Dollar schwach während der letzten 52 Handelswochen. Das bessert sich dann im weiteren Wochenverlauf, insbesondere Mittwoch, Donnerstag stark. Also wochentagstechnisch haben wir jetzt keine Indikationen von der FTSE-Vektorlogik leider auch nicht, was das angeht, außer Intraday, das kann ich euch mal zeigen, was wir hier mit dem Vektor Bull haben. Wie gesagt, da bin ich schon am Überlegen, was wir hier was für die Marktteilnehmer entwerfen. Da ist es im Prinzip so, dass wir hier schon gestern oder besser gesagt hier in der Asia-Session einen Rücksetzer erwartet haben und per se sieht die FTSE-Vektor Logik Intraday eigentlich einen Seitwärtslauf mit leichter Schwäche voraus, also nicht ganz so stark. Adjustieren wir mal hier die Trendlinien, dann wird praktisch das Prognosefenster an den aktuellen Preisverlauf angesetzt und da sehen wir, okay, es kann heute im weiteren Tagesverlauf tendenziell auch schon noch gen Süden gehen und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also insofern passt das zum Grundsetting. Wie gesagt, Carsten, ich weiß nicht, ob du Short oder Long bist.
Beziehungsweise du schriebst ja vorhin, dass du eher so long ausgerichtet bist. Und das ist natürlich auch etwas, wo man immer wieder sagen muss, da hat natürlich jeder seine eigenen Setups. Das war jetzt so ein Stück weit eine Idee, wie ich sozusagen den Markt da jetzt sehe. Und wir gehen gleich auch mal auf den Tagesschart raus, wo ich jetzt dann praktisch auch nochmal das Setup zum Daily Chart, zum Swing Trading fokussiere, um euch da praktisch einfach eben auch eine Idee zu geben, warum jetzt Kiwi, Australdollar, Schrägstrich auch Gold. Vielleicht noch ein Stück weiter zurückkommen. Beim Gold ist es, wie gesagt, spannend. Wir sind schon an der ersten Unterstützung und es könnte, Marco sagte ja vorhin, er würde Gold vielleicht sogar in Kürze kaufen. Könnte es sogar schon spannend sein, aber da sind wir durchaus vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, was jetzt nicht zwingend schlecht sein muss. So, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier. Wie immer an dieser Stelle, auch gerade wenn man Trades empfiehlt, hoppala, jetzt haben wir noch ein falsches Bild, aber hier den Risikohinweis sozusagen geben. Liebe Leute, ihr wisst das, jeder handelt natürlich hier mit eigenem Geld, mit eigenen, sage ich mal, Ressourcen und man muss natürlich auch immer wieder davon ausgehen und wissen, mit was man es hier zu tun hat. Und es ist ein gehebelter Markt, an dem wir hier agieren mit Forex und Index-CFDs und das ist natürlich etwas, wo man sich immer das Risiko bewusst sein muss. Und Markus hat das vorhin ja auch eindrücklich gesagt. Vorab gilt es immer erstmal das Risiko abzuwägen, bevor man an irgendwelche Gewinne denkt. Und das kann ich auch nur unterstreichen. Versucht immer das Risiko schön zu kalkulieren. Gut, also Euro-Dollar, wie gesagt, halten wir ein Stück weit im Auto, im Auge. Er tropft jetzt schon nach unten. Das hier sieht, wie gesagt, ganz gut aus. Jetzt sogar im M5. Könnte es jetzt sein, dass die Kerze sich in Kürze rot färbt. Und dann wäre das theoretische Setting, je nachdem, wir haben jetzt hier halt noch knapp 40 Sekunden, bis die Kerze vollendet ist, dann könnte die nächste schon rot werden. Und wenn diese ein rotes Muster hat, dann wäre der Stopp im Prinzip hier bei diesem angeschlagenen, vorgeschlagenen Stop-Level hier im Bereich 12, 13 Pips zu sehen. Und rein vom Potenzial her haben wir dann ein Verhältnis von rund 32 Pips hier zu erwarten. Das ist jetzt kein CRV von 3 zu 1, aber wir gehen in Richtung 3 zu 1, also auf jeden Fall deutlich über 2. Und das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis, was man hier an den Tag fahren kann. Eben im Zuge dessen, dass man mit einer weiteren Schwäche rechnet. Es ist natürlich interessant, dass wir in circa 45 Minuten eben den ZDW-Indikator sehen werden, der dann auch viel verändern kann. Aber das gilt es dann eben einfach mal abzuwarten, wie es dann letztlich 11 Uhr eben am Markt ausschaut. Jetzt gehen wir mal hier, hoppala, auf den Goldpreis ein. Wie gesagt, die letzte Analyse hat sich erfüllt. Jetzt sehen wir hier oben, und das ist das, wo ich jetzt sage, dann werden wir uns dann gleich eben Euro und auch Kiwi angucken. Hier das Hoch vom September. Hier der Ausbruchsversuch vom Januar und jetzt sind wir hier Mitte Februar praktisch eben nochmal hier an dieses Level gelaufen. Lasst es uns direkt definieren. Moment, wieso jetzt wieder nicht klicken, aber wir haben es rund bei 1357. Ja. Dieses rote Feld hier, dieses rote Level, 1357, 50 rund ist ein Niveau, wo man sagen kann, hoppala, da hat er nun doch schon ein bisschen ja, Fett wegbekommen und er kommt hier einfach nicht raus. Also auch das Momentum dreht hier ein Stück weit negativ. Der Goldpreis also hier jetzt in einer Phase, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der sogar noch ein Stück weiter zurücksetzt. Ja? Also hier nochmal ein Test sogar von 1310, 1312. Wieso denn nicht auch dieses Level ruhig oder durchaus nochmal anlaufen. Ja, wenn er sich hier oben nicht fängt. Goldpreis dahingehend also durchaus interessant. Schauen wir mal auf die Saisonalität vom Goldpreis. Die will ich euch gar nicht vorenthalten, wie ich das immer so gern mache. Also das hat im Prinzip immer den Hintergrund, dass ich gern weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, rein von der Zyklik her. Und da will ich euch den aktuellen Goldchart zeigen. SAU-US-Dollar übrigens, die Währungssymbole von oder das Währungssymbol von Gold und XAG, also XAG praktisch von Silber. Wichtig zu wissen, gerade eben, wenn man auch mit einem Broker agiert, der echt am Markt ausführt, das ist das Währungssymbol für Gold am Interbankenmarkt und das ist genau das, was hier handelt, auch über Guidance. Ja, im Übrigen hier Handelsplatz HP, JFD Brokers, das sind unsere Preise, die hier einlaufen und ihr könnt es natürlich mittlerweile auch über Guidance handeln. Also, schöne Geschichte. Was sehen wir aber hier? Eben Goldpreis mit einem saisonalen Rückenwind. Da bläst es ordentlich in Richtung, hey, da könnt ihr jetzt hier die nächste Phase des Rücklaufs eigentlich nutzen, um dann in Kürze wieder aufzudrehen. Und tendenziell bin ich auch eher bullisch für den Goldpreis, aber kurzfristig, gerade jetzt im Hinblick auf die anderen Währungspaare, wäre eben auch mal ein Stück weit Luft lassen, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Deswegen lasst uns mal gleich zum Euro-Dollar übergehen. Ja, hier hat man ja die Annahme, hey, das sieht alles ganz gut aus. Euro-Dollar sollte sich hier versuchen, nach oben zu etablieren. Wenn ich mir den Tageschart jetzt anschaue, haben wir hier oben die Situation, dass wir hier so eben so eine Top-Bildung haben.
Lass mich mal hier die Horizontallinie in den Chart ziehen. Machen wir eine Widerstandslinie draus. Ja, hier bei 1,25. Ja, runde Hausnummer, immer super. Enter, zack, da haben wir sie zu stehen. Das ist ein Level, wo man sagen kann, da hat er sich den Kopf gestoßen. Da kann man jetzt auch nicht drüber raus. Und ich will behaupten, und das ist auch die Idee meines Positionstrades, unterhalb dieses Niveaus bleibt der Short. Und es ist eben jetzt die Frage, bis wohin läuft er. Hier haben wir eine schöne Stauzone als erstes. Jetzt kann ich die Dinger nicht angucken. Machen wir es so. Das ist hier bei 1,22 plus knapp 1,2210. Haben wir hier eine schöne Horizontalunterstützung. Ihr seht es an dieser grünen Linie, die jetzt mal wegmache, weil sonst haben wir einfach eindeutig zu viele Linien. Aber hier haben wir einfach mal eine schöne Zone, wo ich als erstes Euro-Dollar hinlaufen sehe jetzt. Deswegen auch so ein bisschen skeptisch, ob der Goldpreis sich wirklich fangen kann. Ich denke auch, wenn er jetzt heute nochmal hochschnippt oder wie auch immer, dass das Szenario Nummer 1 ist, dass wir hier in Richtung 1,22 laufen. Das ist auch im Übrigen meine präferierte Short-Idee erstmal. Und dann ist die Frage, was er denn hier macht. Ob er sich stabilisiert oder aber, und das will ich nicht für ungefähr erklären, er könnte sich auch locker hier nochmal eine Etage tiefer bewegen in Richtung 1,21. Da haben wir auch die Aufwärtstrendlinie vom November des letzten Jahres. Haben wir hier auch nochmal so einen Horizontalbereich. Ich zeige es euch nochmal hier. Dieses Level, ja, schöne Zone. Ach, jetzt geht es wieder mit dem Anklicken nicht. Moment. So, jetzt haben wir es eben so gemacht, haben wir hier diese Zone und da könnte ich mir durchaus idealerweise vorstellen, dass er da hinläuft, ja. Also hier nochmal richtig schön nochmal einen Spucker nach unten macht und dann aber ein sehr hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis bietet, um eben hier dann wieder die neuen Hochs anzusteuern. Also ich bin per se wirklich bullisch für den Euro-Dollar. Denke, jeder Rücksetzer kann ja als Chance verstanden werden. Wo ich dann kritisch wäre, ihr seht das hier unter der Marke von 1,20, auch mit dem damaligen Tendenzfall grau. Ich kann mir schon vorstellen, wenn wir die 1,20 aufgeben würden, dann hätte sich so ein bisschen der bullische Bias wirklich verabschiedet und dann müsste man doch durchaus davon ausgehen, dass wir hier größere Schwäche am Euro-Dollar-Markt sehen, also Euro dann hier durchaus sich zurückzieht. Aber ich sehe das hier eben als temporäre Erscheinung an der Schwäche und kann mir nicht vorstellen, dass der so stringent durchsackt. Also kurzfristig Euro-Dollar und den hätte ich eigentlich heute auch gerne im Radar besprochen. Ich werde es wahrscheinlich auch morgen machen, wahrscheinlich auch mit dem Goldpreis im Äquivalent. Wir schauen mal, was ich da unter die Lupe nehme grundsätzlich. Aber hier das skizzierte Szenario für den Euro-Dollar mit der schönen Top-Bildung hier oben, die sich im Übrigen auch wenig überraschend natürlich mit einem Oszillator unterstreichen lässt. Dann nehme ich gerne den RSI. Da haben wir ihn. Muss ich nochmal hier das Fensterchen erwischen. Irgendwie mag die Grafik gerade nicht so, wie ich will. Ich kriege das hier nicht gefangen. Okay, sehen wir aber auch so, ist nicht das Thema. Ja, wir haben hier auf jeden Fall negative Divergenzen. Ja, die Linie zeigt hier nach unten. Ob es jetzt genau angelegt ist oder nicht. Wir haben mit den letzten Hochs, gerade mit dem Hoch hier vom 16.2., das war ja ein neues Mehrmonatshoch, swoosh, hat der Indikator hier schon eine klare Divergenz aufgewiesen und das ist schon mal schon so ein kleiner Hinweis nach dem Motto Vorsicht. Gerade beim Bitcoin habe ich das letztes Jahr schön eingefangen und werde ich in Zukunft auch immer wieder machen. Ich mag schon ein bisschen Divergenzen, obgleich das natürlich keine Handelsempfehlung ist nach dem Motto, so wird's kommen, wie Markus vorhin sagte. Man muss das sicherlich ins Kalkül werfen und hier immer wieder zweierlei Maß nehmen, aber es ist immer eine Idee, eine Trading-Idee, um ein Setup zu starten. Und Euro-Dollar eben hier mit der Divergenz durchaus im Umfeld dessen, dass es hier noch weiter kippen könnte. Und die erste Zielmarke, wie gesagt, relativ gut zu konstruieren. Lasst uns hier nochmal Fibonacci auflegen vom letzten Hoch bis zum signifikanten Bewegungstief, was ich jetzt hier vom Januartief oder als Januartief erachte. Haben wir hier das 50er Level genau in der Mitte. Das ist schon ein schönes Niveau, wenn er da hinläuft. Warten wir mal ab, ob es so kommt. Ja, aber die Divergenz ist definitiv da und darum geht es mir, dass ihr das mal gesehen habt. Euro-Dollar, so haben wir jetzt gesaved. Jetzt gehen wir mal auf den Kiwi, der im Prinzip auch ja, für mich ein ähnliches Bild aufwirft. Wir sehen hier das Rausspucken immer mal wieder, gerade hier im Sommer letzten Jahres oder auch hier mit der Tendenz vom September 2016 sogar. Aber hier auch ein Level um 0,73, 70, 0,73, 80, hier diese Zone. Das ist ein Block, da hat er sich hier auch seit Jahresanfang immer wieder den Kopf gestoßen. Ja, und wir haben hier einen sehr starken Aufwärtsturn gesehen, eben auch wie bei Euro-Dollar und eben, wir haben hier eine signifikante Dollarschwäche gesehen, die jetzt so ein bisschen, ich will sagen, in eine Konsolidierung übergeht, um dann im weiteren Verlauf ja, sicherlich auch Euro und auch den Kiwi hier, den Neuseeländer gegenüber dem US-Dollar hier auf neue Hochs zu ziehen, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir hier noch nicht fertig sind mit der generellen Aufwertungsphase.
Also mit der generellen Schwäche beim Dollar und der Aufwertung bei den ganzen anderen Währungen. Und ich sehe die gegenwärtige Situation durchaus an, dass als das an, dass wir auch hier jetzt zunächst mal bis hier zu den Tiefs um 0,7180 laufen könnten. Ein sehr, sehr schönes Level. Ziehen wir mal hier die Unterstützung rein in den Chart. Das halte ich auf jeden Fall für ein erstes Korrekturziel. Und wenn man eben einfach, sagen wir, selbst vom jetzt aktuellen Niveau übers letzte Hoch den Stopp zieht, ja, dann waren wir hier bei 100 Pips. Das Risiko mal bemisst, das habe ich jetzt bei Euro-Dollar gar nicht gemacht, aber dann haben wir hier 100 Pips Risiko auf gegenwärtigem Niveau und knapp 200 Pips Chance, ja, 185. Das ist doch super. Das ist doch super. Das ist ein super Chance-Risiko-Verhältnis, um zu sagen, hey, hier könnte ein Short durchaus lohnenswert sein. Ja, und darum geht es immer wieder. Das ist ja das, was Markus auch sagt. Ich kann es nur unterstreichen. Sucht schöne Biases raus. Und wenn man eben Swing Trading oder auch Trading auf den höheren Zeit eben macht, dann schaut euch einfach an, dass die Verhältnisse stimmen. Wenn man eine Trade-Idee entwickelt, dass man hier gegenüber der vorausliegenden Chance auch ein kleineres Risiko hat und da die Parameter abzuwägen, bringt einen hier sicherlich gut nach vorn. Also Kiwi in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch einen Blick wert. Sieht für mich definitiv shortig aus. Kommt hier nicht so richtig über die 0,74 rüber. Und ja. Das war es eigentlich schon zum Wort des Dienstags. Sieht so aus, als würden wir hier jetzt so ein Stück weit hängen bleiben wollen. So machen wir hier die 0,74 als Widerstandslinie. Und da kann man das wirklich sehr, sehr schön sehen. Und selbst wenn er nochmal drüber spuckt, klar ist, wenn er hier richtig auftritt nach oben und die 0,7450 überrennt, dann kann es auch schnell bis 0,7650 gehen. Deswegen sollte natürlich hier über den letzten Hochs im Bereich 0,7450 plus minus durchaus eine Absicherung für eine mögliche Short-Position sein. Das heißt, wenn der Markt hier gegen einläuft, dass man sich dann auch verabschiedet. Weil wenn der hier oben rauszieht über 0,74 deutlich, was natürlich passieren kann, dann hat man am Ende des Tages das Nachsehen, wenn man dann plötzlich in einer Schieflage sitzt. Und ja, es gibt Hedging, es gibt die Möglichkeit, Positionen dann eben zu skalieren, Scale out, Scale in. Aber man muss ganz klar sagen, Hedging ist so ein bisschen nicht das Eingestehen der Wahrheit. Ich habe auch immer eine Zeit lang gehedged. Das ist sicher schön für den Broker, weil man da immer schöne Kosten verursacht. Swap-mäßig ist es auch ganz interessant, je nachdem, welche Währung man hier spielt. Aber es ist im Prinzip ein Hinauszögern der Tatsachen. Und je nachdem, wie trendig ein Markt ist, kann man hier wirklich auch in eine Schieflage geraten. Und gerade am Währungsmarkt sind Trendbewegungen eben durchaus mal sehr, sehr stark. Und da werde ich auch im Übrigen bei der Frühjahrskonferenz der VDAD in Stuttgart diesen April wieder referieren. Auf der Invest, der ein oder andere wohnt vielleicht da im Schwäbische Landle oder schaut bei der Invest generell vorbei am 14.04. Ich kann es gleich mal ankündigen schon, bin ich da auch zu. Gegen werde wahrscheinlich ohnehin an beiden Tagen da sein. Wir bei JFD haben jetzt keinen Stand, aber ich werde aber für die VTAD den Dollar und den Euro wieder im Schwerpunkt analysieren. Und ja, die große Ansage ist meine eben die, dass wir jetzt hier durchaus vor einer Zyklik der Dollarschwäche stehen und das eben nicht mit Blick nur auf die nächsten Tage, Wochen, Monate, sondern vielmehr Jahre. Ich glaube, die Dollaraufwertung, die wir jetzt gesehen haben seit der Finanzmarktkrise, die ist meines Erachtens doch schon raus sozusagen. So, genau. Carsten, nee Quatsch, Marcel vorhin. Kiwi, ja, eine schöne SKS. Du meinst hier oben als SKS oder in welchem Timeframe? Das vielleicht nochmal kurz definieren, dass ich das nochmal aufnehmen kann. Das Thema, den Vorschlag von dir in Sachen SKS. Stunde. Hast aber schnell reagiert. Schauen wir uns das mal an, was du hier beim Kiwi in der Stunde sozusagen siehst. Hier oben ja, das durchaus bin ich bei dir. Schulter, Schulter, Kopf, Schulter, Schulter könnte man sogar sagen. Dreht jetzt nach unten weg. Hier die Nackenlinie sozusagen auch vorbildlich gebrochen. Hier die aufsteigende Drachenlinie und der Australdollar auch. Gut, das sind die zwei ozeanischen Währungen, ne? Die sind sich da recht gleich. Da muss man auch mal aufs Klumpenrisiko achten. Ja, geht man in beiden Währungen short? Kann das lohnenswert sein? Kann das interessant werden? Aber was denn, wenn es dann anders läuft? Dann muss man auch mit dem Risiko ein bisschen arbeiten. Aber das sieht hier im Stundenchart wirklich gut aus. Am Widerstandsbereich hier so eine Umkehrformation ausgebildet. Der SKS ist ja hier eine klassische Trendumkehrformation. Und mit dem Bruch der Nackenlinie, die sich hier relativ simpel einzeichnen lässt, ist es in der Tat so, dass wir jetzt hier einen richtigen Süddrive haben. Also wirklich super erkannt und auch ein Grund mehr, der dafür spricht, dass der Aussie wohl erstmal in die Shortbinse geht. Wir gehen mal hier in den Stundenchart, da kann ich das hier nochmal ein bisschen genauer einzeichnen. Für alle die da noch nicht so confirm sind, wie kann man es machen? Also man kann auch eine einfache SKS jetzt sozusagen hier in den Chart legen. Es muss jetzt nicht Schulter-Schulter sein, ja, aber das sieht schon hier sehr, sehr annehmlich aus.
hier wirklich mit den einzelnen Stundenhochs hier die Schultern rechts und links ausgebildet hat. Ich bin jetzt auch kein Fan der SKS, aber das sieht schon gut aus, muss ich wirklich sagen. Schön erkannt, Marcel. Und eben in Verbindung der Tagesanalyse, hier haben wir den Kopf, ne, hier die Schultern, in Verbindung der Tagesanalyse erlaubt sich hier aber auch durchaus eben so ein Short-Investment. Dann haben wir hier diese Nackenlinie, ist immer die Frage, wo legen wir sie jetzt an? Egal, ob ich sie jetzt hier mit diesem Tief versehe oder mit diesem, die entscheidende Durchbruchskerze ist die hier vom gestrigen Nachmittag. Hier diese schwarze Kerze, die war im Prinzip die Short-Einladung für den oder die Aktivierung der SKS. So sieht's mal aus. So, haben wir hier einen relativ steilen Abwärtstrend, wo eben unlängst auch schon gescheitert ist, das Währungspaar. Wir können auch hier wahrscheinlich so einen Abwärtstrendkanal mal einzeichnen. Gut, da passen jetzt die Punkte nicht ganz so. Ja, so können wir es mal skizziert lassen. Es sieht in jedem Falle shortig aus und ein schönes Setup. Ja, also ein enger Stopp könnte sogar heute hier im Bereich des Pivot Points liegen. Bei 0,73, 80 ungefähr. Ja, wenn wir da nicht drüber gehen, dann spricht viel dafür, dass der nach unten weiter wegsegelt, buchstäblich. So sieht's mal aus. Kiwi, wie gesagt, schönes Setup. Schön gesehen, Marcel. An der Stelle weiter so. Und falls du in dem Trade bist, wünsche ich dir Glück, beziehungsweise drück dir die Daumen. Börse und Glück oder auch Finanzmärkte und Glück sind immer zweierlei Maß natürlich, aber es ist natürlich dennoch so, dass man hier auch durchaus gute und schlechte Tage haben kann. Hat man gute Tage, dann ist es da auch nicht schlecht, dass man Positionen ausbaut, aufbaut bei schlechten Tagen. Und das machen eben viele Kleinanleger falsch, ist es durchaus mal geziemt, das Risiko rauszunehmen. Eben auch kleinere Positionen zu handeln. Ja, aber meistens geht es dann eben in die andere Richtung, nach dem Motto, ich will die Verluste schnell reinholen und überheble hier und dann rächt sich das immer ganz schnell. Da muss man wirklich aufpassen. So, jetzt muss ich nochmal schauen, was Peter schreibt. Den Indikator für den Rainbow. Ah, Peter, bist du JFD-Kunde? Ich weiß es nicht. Mal kurzes Feedback geben. Ansonsten Rainbow-Seminar im letzten Jahr fand es nicht statt, aber wir werden das auf jeden Fall nachholen. Da wird es dann für JFD-Kunden ohnehin nochmal ja, ein Gimmick geben. Den Rainbow-Indikator so. Ich meine, du hast wahrscheinlich schon das ein oder andere Video dazu gesehen. Dann schreib ruhig mal unseren Support an. Mit Grüße vom Chris Kämmerer. Nach dem Motto, wir haben hier den Rainbow heute im Webinar betrachtet und ob es die Möglichkeit gäbe, diesen zu erhalten. Als JFD-Kunde hast du sicherlich da die Option, wenngleich ich hier vorauswerfen will, dass wir ja hier im laufenden Jahr sicherlich nochmal so eine Rainbow-Seminar-Serie starten, wo ich dann auch in, ich sag mal, 6, 7 Stunden das Setup mal erkläre, wobei das natürlich nicht reicht. Ja, man muss sich damit auseinandersetzen und da auch schön die Martha damals immer in meinem Stream unterwegs gewesen. Sie orientiert sich jetzt beruflich um, deswegen Martha da ein Stück weit zurückhalten, aber hin und wieder ist sie hier im Stream von mir zu sehen. Wenn die Martha eben dann ihre Action hier abliefert und dann auch Beiträge leistet. Ich meine, war es hier am 7.2. zuletzt? Na, da hat Bernd hier schön Gas gegeben mit wilden Diskussionen und natürlich auch immer Beiträge. Ja, das ist schon schön, wenn hier was passiert im Chat. Das kann man gar nicht oft genug sagen. 99% sind stille Leser, wenn nicht sogar 99,9. Ist auch okay, aber natürlich ist das auch hier im Social Media Bereich eine schöne Plattform, um Charts zu tauschen, um sich ja gegeneinander auch Inputs zu liefern. Nutzt das, ja. Das gab es ja bei meiner Anfangszeit nicht. Da gab es zwar TradeSignal online, auch mit Chats und Forum, das war ähnlich, aber hier ist es noch viel interaktiver und das sollte man in jedem Fall auch nutzen, um eben hier am Kapitalmarkt da nicht zu vereinsamen und eben auch Ideen auszutauschen. Ja, das geht auch darum, dass man sich hier weiterentwickelt und auch durchaus, auch wenn man letztlich mit seinem eigenen Geld immer Einzelkämpfer bleiben wird, geht es eben auch darum, dass man sich hier dem Austausch hingibt und hier auch ein Stück weit Erfahrung und Chart-Share, das ist ja das Witzige an der Geschichte, ja, dass man sich einfach hier austauschen kann. Wird viel zu wenig genutzt, aber liegt in der Natur der Sache, ich sag mal, in der menschlichen im menschlichen Ausgestaltungsprinzip, dass viele eben hier mehr dem Konsumprinzip frönen und da weniger aktiv sind. Aber das ist ganz elementar, wenn man sich an den Märkten bewegt, dass man hier proaktiv auch mitwirkt. Ja. Nur so kann man es lernen und so kann man auch in die Märkte nur eintauchen und auch eine gewisse Eigenverantwortung annehmen. Dragon, Bernd, schauen wir mal, Bernd hat hier den Dragon reingestellt. Ich lese es gerade, schaut's mal her, was hat der Bernd hier gemacht? Hier was zur Saisonalität, ich schaue gleich mal rein, die Saisonalität mache ich gern, Bernd, schaut euch das mal an hier, hat den Tageschart gecovert. Relativ simpel, ist auch kein großes Hexenwerk. Bernd, ich danke dir an der Stelle wirklich wieder für diesen Input. Gerade jetzt hier rein
reingeschossen als Statement hier in den Chat. Vielleicht machen wir auch direkt mal ein Webinar zusammen, Bernd. Ja, sozusagen, du bist ja die graue Eminenz in Anführungszeichen hier im Stream mit dem Big Ben. Ja, auch das hier an dieser Stelle, liebe Leute, da haben wir gestern die 30%-Marke geknackt. Hervorragend, simples Setup. Läuft schon jetzt seit über 250 Handelstagen. Ist eine Breakout-Strategie, die relativ simpel ist. Bernd hat das hier, was haben wir hier sogar, den 270. Tag sogar schon heute. Bernd verfolgt das hier sehr akribisch und das ist wirklich außerordentlich gut, was hier passiert. 30%, da könnte jeder froh sein, wenn er die gemacht hätte in einem Jahr, dann ist er schon deutlich besser als die meisten Hedgefonds. Außerordentlich, Bernd, vielen Dank wirklich dafür. Und Bernd, wie gesagt, liefert oder nutzt auch die Möglichkeiten, hier solche Charts zu sharen. Und da sind wir bei dem Thema, dass ihr hier mal den Dragon, the Beast, auf jeden Fall das biestige Paar British Pfund Yen analysiert hat, welches hier wirklich an einem sehr, sehr interessanten Bereich ist. Und dann haben wir wieder genau den Punkt Chance-Risiko. Wie sieht es hier aus? Aha, das Risiko verhält sich im Gegensatz zur Chance wirklich interessant, sodass man hier geneigt sein kann, auch hier durchaus den Einstieg zu feiern. Jetzt schauen wir mal, was die Saisonalität sagt und schauen im Umkehrschluss dann auch mal auf die Pattern der Seasonal Tools. Erstmal hier gucken. Oh, schaut ein bisschen anders aus. Ne? Ist der Fall, dass die Saisonalität jetzt mit dem Chart-Pattern nicht übereingeht, aber auch hier, ihr kennt das, Chart- und Preis-Action überwiegt. Ja, auch so schön die Saisonalitätsstatistik jetzt bärisch sein kann, wenn man hier in dem aktuellen Chartbild, und das sieht wirklich interessant aus, können wir sogar vorstellen, dass der wirklich auch nochmal nach unten spuckt. Gestaffelte Einstiege wären zum Beispiel möglich auf aktuellem Niveau, eine halbe Position, dann nochmal eine halbe Position hier in diesem Unterstützungsbereich und dann aber auf jeden Fall hier deutlich unter den Tiefs vom Oktober letzten Jahres, Schrägstrich November, hier unter dem Level 146. 75 Yen, also hier sollte der Stopp schon liegen. Da muss man wirklich gucken, wenn er da drunter geht, dann hat sich das auf jeden Fall verabschiedet, das Setup. Und dennoch mit kalkuliertem Risiko eine enorme Chance. Und selbst wenn man jetzt eine kurzfristige Schwäche bis in den März hinein sehen würde, das kann sich ja auch seitlich dahin ziehen, hätte man dann hier zumindest Mitte März einen schönen saisonalen Rückenwind. Also das sieht auf jeden Fall nicht uninteressant aus. Schönes Pattern. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch hier eine Idee. Ja, dann ruhig mal in dem Chat da mal in Kontakt treten, auch mal British Pound Yen als Chart posten, um einfach hier ein bisschen Interaktivität zu schüren. Das wäre sicherlich interessant für jeden, der gerade auch als Neueinsteiger hier am Markt agiert. Und insofern Bernd auf jeden Fall ein guter Beitrag. Seasonal Pattern, hier habe ich das britische Pfund bärisch. Passt auch, aber hier ist es im Gegensatz zum Singapur-Dollar mehr als exotisch. Ja. So, dann kommt eigentlich jetzt hier bis in den März hinein nichts. Hier haben wir das britische Pfund Schweizer Franken dann nochmal ab 20.03. ganz interessant, ist aber noch viel zu weit weg. Trade Miner, da muss ich mal schauen, was der auswirft im März dann. Aber hier British Pound US-Dollar zumindest mal. Hier ab Ende Februar bärisch. British Pound Yen habe ich hier oben gar nicht zu stehen. Ne, der ist gar nicht dabei. Aber sei es drum. Statistik hin oder her. Letztlich ein wunderbares Pattern. Und das kann man mal hier an dieser Stelle erwähnen. Guter Chart. Und auch gar nicht so hochkompliziert. Ja, relativ simpel eingefallen. Und es ist eingefangen. Und es ist eine Chance von vielen, die sich hier am Markt bieten, ja. Und entweder man nutzt sie oder nutzt sie nicht. Wenn man sie verpasst oder nicht nutzen will oder aus welchen Gründen auch immer, es gibt immer wieder neue und genügend Gelegenheiten. Also schaut sie mir, wie gesagt, hier im Stream ruhig mal vorbei. Liebe Leute, wir sind ja wirklich viele im Webinar. Da wird der ein oder andere sicherlich auch mal in die Tasten hauen wollen und auch mal einen Chartbeitrag liefern. Peter, ESMA-Geschichten. Ja, ein Riesenthema, ESMA. Vielleicht hat es der ein oder andere gehört. Ich gehe noch kurz darauf ein. Das ist die angedachte Hebelreduzierung im europäischen Anlageraum zum Schutze der Anleger. Jetzt darf man dreimal lachen, weil Optionsscheine und Knockoutscheine hier mit Hebeln von 1000 so unterwegs sind, die bislang noch nicht in der Betrachtung stehen, was ich irgendwo den Vergleich Äpfel mit Birnen finde, weil wenn, dann müsste man auch da gerade bei den Optionsscheinzertifikaten deutlich reinschlagen, wenngleich man hier auch wissen muss, dass der ein oder andere dann auch allein schon mit einem Verlust, also die haben ein Aufgeld manchmal von 30, 35%, das heißt, du kaufst irgend so einen Schein und liegst gleich mal 30% hinten, aber mit einem Hebel von 500 oder 1000 kannst du natürlich schnell gewinnen, aber das sind natürlich dann wirkliche Zockerpapiere, wo ich sage, da guckt die erstmal überhaupt nicht drauf, da weiß man wieder,
wie das gestrickt ist, das Wissen um den Finanzmarkt. Letztlich ist es wichtig, dass man einfach sagt, hey, Hebel, wir bei JFD, wenn eine Hebelreduktion kommt, was anzunehmen ist, wird sicherlich meines Erachtens nicht so stark wie in der Türkei US fallen, und Hebel 1 zu 25 oder 20, glaube ich jetzt nicht. Eine Hebelreduzierung per se sicherlich nicht verkehrt, weil viele Anleger eben mit dem Hebel völlig falsch umgehen und natürlich man auch hier durchaus eben auch zum Zocken verleitet wird. Ja, wenn man eben mit einem Hebel von 1 zu 1000 beispielsweise 1 Euro einsetzt, um 1000 Euro zu bewegen, das ist wirklich extrem und führt zwangsläufig zu einer Kontovernichtung. Gerade wenn man so einen Hebel ausreizt, macht überhaupt keinen Sinn. Also ein hoher Hebel muss nicht gut sein. Vielmehr die Profis agieren mit kleineren Hebeln. Ja, da ist nicht der Hebel ist wirklich etwas, wo man sagt, das Welcome to the Casino World, wo man einfach sagt, hey, mit kleinem Einsatz Riesensummen bewegen und gewinnen, was zu 90, 95% der Fälle nicht gut geht. Das weiß die Erfahrung, das weiß die Finanzmathematik und das wissen auch die Broker, die dann immer häufig auch als Market Maker aktiv sind, schön ins eigene Buch nehmen den Trade und wenn der Anleger verliert, wandert die Kohle in die Tasche des Brokers. Das ist natürlich eine völlig gängbare Regel. Ihr wisst das bei JFD, wir dürfen das nicht, wir haben keine Market Maker Lizenz und wir wollen es aus Interessensgründen schon gar nicht. Das war die Intention, JFD zu gründen, Just Fair and Direct eben es ganz anders zu machen als ja 99,9% aller anderen Broker, weil jeder Broker eine Market Maker Lizenz hat, kann auch interessant sein, um eben Produkte aufzulegen, die hier letztlich Mehrwert liefern. Ja, ich meine, du kannst einen CFD auflegen, ZDW, wie gesagt, kommt gleich ein CFD auf. Also nicht auf dem Reissack in China, theoretisch, wenn du Market Maker bist, wenn du das Ding an den Mann bringst, an deine Kunden, ist gut. Der Witz ist nur, wenn der Kunde damit Geld verdient, verlierst du, wenn du dich nicht gleichzeitig abhedgst. Und das machen eben auch nicht viele Marktteilnehmer. Also Market Making per se muss nicht schlecht sein, es wird aber häufig eben falsch ausgenutzt, gegen den Trader eben verwandt. Und das ist eben etwas, was wir bei JFD nicht machen. So, jetzt sind wir vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Wir bei JFD haben die Stop-Out-Regeln ja auch schon angepasst. Der Margin Call ist auch hochgezogen worden. Stop-Out ist dann bei 100% der Margin aktuell. Da werden wir uns anpassen, wenn die Reglements kommen. Ja, jetzt drüber zu spekulieren, ist immer so ein bisschen Eierlei. Wir haben ja im letzten Jahr mit dem Verzicht der Nachschusspflicht auch schon Anpassungen vorgenommen bei uns. Also man kann eh nicht mehr verlieren als man einsetzt und das ist an einem gehebelten Markt eh schon ein Einzelfall. Ja. Guckt euch den Future-Markt an, dort gibt es die Margen. Wenn man mit gehebelten Produkten sozusagen und einer Margen tradet am Markt, ja, man erhält ja sozusagen einen Kredit, dann kann man auch mehr verlieren, als man einsetzt. Das wurde ja letztes Jahr durch die Regulierungsbehörden abgekappelt. Ja. Da sagt man eben, okay, ihr könnt zwar mit einem Hebel arbeiten, aber mehr als ja, also ihr könnt auch das Hundertfache einsetzen eures eigentlichen Kapitals, aber mehr als das könnt ihr nicht verlieren. Das gibt es am Future-Markt nicht. Das ist sowieso so ein Stück weit, wo man einfach sagt, Realität und Schein sind wirklich zwei Paar Schuhe. Aber wir wollen uns nicht zu sehr. Da muss ich wirklich sagen, da hängt mein Herz wirklich dann immer an der Stelle, wo man sagen muss, dass man das alles mit zweierlei Maß messen muss. Und ich bin mal gespannt, was die erstmal am Ende ausspuckt. Also ich würde mir wünschen, dass es nicht zu brutal ausfällt. Könnte mir auch vorstellen, dass es so kommt. Letztlich dient es tatsächlich dem Schutz und JFD Brokers wird sich hier sicherlich aus dieser Situation heraus gut positioniert darzustellen wissen. Also egal was kommt, wir sind in einem guten Umfeld, sind sehr optimistisch, unser Wachstum gibt uns recht und auch wenn die Hebelreduzierung kommt, es wird wahrscheinlich das Handelsvolumen wird leicht rückläufig sein, es wird vielleicht auch weniger gehandelt, es wird auch den ein oder anderen Broker sicherlich ins Abseits stellen. Wir von JFD werden aber sicherlich davon profitieren, egal was da kommt, da sind wir uns relativ sicher. So. Peter, Ersatztermin Thorsten, yes, kommt im März. Wir haben im März zwei Live-Events, die habe ich schon im Fokus und einer wird davon Mitte März wahrscheinlich mit Thorsten dann sein. Das könnt ihr euch an der Stelle merken. Wir werden auf jeden Fall den Live-Event wiederholen. Den angedachten von heute mit Thorsten, wie gesagt, da hat sich da entschuldigen lassen. Wir bitten um Nachsicht, da muss ich auch nochmal sagen, viele, viele Grüße in den Norden, dass er da hier wieder auf die Beine kommt, der Thorsten, und dann im März auch wieder zur Verfügung steht. Und dann holen wir den Live-Event auf jeden Fall nach. Ansonsten, Peter, noch klar, also wenn der Stop-Out hochgezogen wird, beziehungsweise eben auch der Hebel reduziert, werden viele Strategien nicht mehr funktionieren. Viele Trading-Strategien oder auch Martingale-Prinzip und dergleichen. Das ist korrekt, das stimmt. Das muss man ganz klar an der Stelle sehen. Gut, liebe Leute, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen über den Markt, würde ich sagen. Also, British Fund Yen, wie gesagt, hat der
Bernd ist schon sehr, sehr schön reingeschossen. Wir schauen nochmal auf den Euro-Yen in dem Zusammenhang, der sich hier deutlich gen Süden entwickelte. Und die damalige Idee zeigt auch hier sehr schön, wie schief man liegen kann. Nicht umsetzte hier dieses schöne Support-Level, um 134,35 zu verteidigen. Auch hier wieder, es ist immer wieder so ein Horizontalbereich, sieht gut aus, kann man einen Trade vielleicht in Anführungszeichen, kann man einen Trade starten, kann man angehen, hier dann aber letztlich nicht geschafft, sich zu stabilisieren, nach oben zu laufen, so wie es die Idee war. Und deswegen auch hier das bemessene Risiko knapp unter den Tiefs hier vom Januar, weil, wenn er die eben bricht, wir ein neues Reaktionsverlaufstief haben im Chart, die Möglichkeit besteht, dass der Markt weiter abtropft. Und jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die 131 noch kommen und auch die 130 würde zu meiner favorisierten Euro-Schwäche ja passen. Ja, bin da ja eher bärisch eingestellt zum Euro. Kurzfristig, wohlbemerkt kurzfristig, langfristig sehe ich den durch die Decke gehen. Also da gehen wir auf jeden Fall noch über die 1,30, sehr wahrscheinlich. Aber wir wissen es am Ende des Tages alle nicht. Also orientieren wir uns. Euro-Yen, wie gesagt, sieht für mich jetzt durchaus shortig aus, sodass wir hier die 131 anlaufen als Support-Level. Und hier diese sich ausdehnende untere Trendlinie könnt ihr auch so einen Spuck noch in Richtung 130 initiieren. Spricht natürlich in dem Fall dafür, dass der Euro schwach und der Yen stark wird. Das würde das Setup vom British Pfund Yen, was der Bernd gerade vorgestellt haben, so ein bisschen entzweien. Und da ist es aber wieder so, dass man natürlich hier am Ende das aus dem Körbchen zieht, was einem dann natürlich auch am meisten zuspricht, seiner eigenen Erwartungshaltung entspricht. Deswegen macht es euch auch hier immer Gedanken über Webinar, über Trades, die euch dann abholen und wo ihr auch confirm geht und nicht einfach nur blind nachhandeln, nach dem Motto, jetzt hat der gesagt, wir gehen hier long und gehen hier short und ich mache mir gar nicht Gedanken drum. Ja, das ist immer die größte Farce, dass man dann hier am Ende wirklich Schiffbruch erleidet, wenn man dann eben zu lapidar rangeht und sich nicht mit der Thematik beschäftigt. Ich meine, dann kann man auch Signaldienste nehmen, ist auch kein Problem. Man muss sich ja nicht zu tief damit beschäftigen, wenn man nicht die Zeit hat und es auch nicht will. Da gibt es genug andere Möglichkeiten. Aber wer sich damit beschäftigt, der sollte eben da auch ein bisschen eintauchen in die Thematik, wie es so schön heißt. Ja? Okay. Euro-Yen, wie gesagt, eher schwächer. Schauen wir mal auf den Euro-Austral-Dollar, der sich hier schön zu setteln versucht. Gefällt mir übrigens sehr gut, auch hier im Wochenchartintervall. Großes Bild. Ja, gehen wir mal ein bisschen raus hier. 2005, das ist ja Wahnsinn. Wir sind wirklich schon lange, lange zurück, aber ihr seht diese Preis-Action-Zone, die war nicht von ungefähr. Und mit diesem Durchbruch hier im Jahr 2010, der Knaller, ich kann mich wirklich noch erinnern auch, dass wir hier mit der Aufgabe dieses Support-Levels im Prinzip den sehr oft gestartet hatten, der hier nicht hätte grandioser laufen können. Grundsätzlich dann hier ein starkes Reversal und jetzt sind wir wieder an dieser wirklich interessanten Marke. Und ich will behaupten, wenn der Euro gegenüber dem Australdollar sich hier festigt, um 1,55, das ist jetzt der Wochenchart, ja, wir gucken jetzt hier wirklich ins große Bild. Wenn der sich hier festigt, und das ist durchaus meine Erwartungshaltung zum Euro, sehe ich den hier auf jeden Fall in Richtung der Hochs vom September hier 2,15 laufen wahrscheinlich noch höher. Also hier gibt es wirklich eine schöne Turnaround-Bewegung. Und das passiert jetzt nicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Das sieht eher so aus, als würde es in den nächsten Monaten bis Jahren passieren, dass wir hier wirklich wieder einen schönen Turnaround haben. Die Frage wird eben nur sein, reicht die Kraft des Euros, Schrägstrich, dann die Schwäche des Australdollars dafür aus, um den wirklich hier so zu katapultieren. Technisch gesehen sieht es gut aus und verspricht sich auf jeden Fall Potenzial auf der Nordseite. Das muss man ganz klar sagen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Okay, liebe Leute, jetzt haben wir unsere guten 2 Stunden Morning Session rumgebracht. Ich wäre jetzt eigentlich mit der Marktbeschau zunächst erstmal fertig. Fragen relativ beantwortet, soweit ich das jetzt hier überblicken kann im Fragefenster. Danke, Matthias, wenn dir das Webinar gefallen hat. Ich denke, du bist wegen Thorsten gekommen. Wie gesagt, holen wir im März nach. Seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Wenn ihr bei JFD seid, habt ihr ja eh den Draht zum Mailing. Ansonsten schaut auf unsere Website hier unter dem Eventkalender. Da sind wir, wie gesagt, ja vertreten mit allen Events, die anstehen und registriert euch, schaut vorbei. Ich würde jetzt erstmal ein Päuschen einleiten. Wir sehen uns, hören uns 14:15 Uhr wieder. Freue ich mich auf euch. Wäre schön, wenn alle dabei sind. Rein statistisch ist Nachmittag immer ein Stück weit schwächer besucht. Ja, insofern macht es euch auf, kommt nochmal rein. Ich bin mal gespannt, ob die Statistik heute auch recht haben wird. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, euch wiederzusehen. Wünsche euch jetzt eine angenehme Mittagspause. Schaut euch die Märkte an, liefert ein bisschen Inputs, gerne am Nachmittag, gerne in meinem Stream oder auf unserem JFD-Desktop. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen
Tag bis zum Nachmittag und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute, beste Grüße, euer Chris und bis dahin, ciao dabei.